protection. I will always be around. Will it ever get sunny? Oh, I wonder, honey. I'm tired of being in the line. You say you're way up. I'm caught in your addicted brain. You say you will, yeah. I'm causing the obsessive line. You say you will. I'm caught in your addicted brain. You say you will, yeah.
Hallöchen und herzlich willkommen zum heutigen Samstag-Stream mit dem ultimativen Multicrew-Mining, hoffentlich jedenfalls, mit der Argo Mole. Ich habe was Wunderbares vorbereitet. Ich brauche ein paar Freiwillige, denn alleine kann ich sie ja nicht fliegen und werden heute, wenn alles klappt, was Wunderbares sehen. Einige kennen das vielleicht schon, aber sicherlich noch bei weitem nicht alle. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr habt ja den Samstag gut überstanden. Wochenende fast vorbei. Heute nochmal, naja, und morgen. Und dann ist schon wieder Montag. Ach je. Ach je, ach je. Naja. So, jetzt gucke ich erstmal kurz. Wen haben wir denn hier alles? Wir haben einen Follow vom Horten. Nee, wer war das hier? Nee, das war gestern. Da. Vom Spray 2007. Vom Einfach in Nishi. Was? Einfach in China gemacht. Ach so, einfach in China gemacht. Ich verstehe. Willkommen an Bord. So, dann haben wir einen Resub vom Abruf ist im 17. Monat auf Stufe 1. Guten Abend. Der Nippo, danke für 10 Monate mit Prime. Und Ticklion, danke für 17 Monate mit Prime. Ah, schön. Ich muss euch mal direkt zu Beginn was wirklich, wirklich Cooles zeigen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon in der E-Mail gesehen. Von Cloud Imperium Games. Bam. Sieht das nicht geil aus? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich finde, es sieht super gut aus. Sieht nach Drake aus. Also würde ich es spontan sagen, oder? Das sieht nach Drake aus. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Wir haben auf jeden Fall hier Autoland, Button, Landing Gear, also es ist auf jeden Fall ein Raumschiff. Vulture. Meint ihr, das ist die Vulture? Könnte sein, ne? Hier, schwer zu sagen. Sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool aus. Bedienelement für einen Toaster. Ah. Aber heute schon spekuliert, ist keine Vulture und keine Corsair, so viel wir wissen, sagt der Mr. Sprengler. Ne, worum es mir vor allem hier geht, ist, das sind ja sehr, sehr haptische Buttons. Also, sie wollen ja später mal, dass man diese ganzen Buttons auch wirklich haptisch drücken kann im Spiel. Diese Vollphysikalisierung der, ja, der Knöpfe. Wenn es nicht die Vulture ist und wenn es nicht die Corsair ist, was ist es dann? Also wird auf jeden Fall Drake sein. Ne, also das ist für mich ganz klar Drake. Tja, ist eine gute Frage, ne? Ja, ich ranzoome, ja. Wie geil das einfach aussieht. Das ist mal ein Cockpit, Freunde. Da steht doch kein Name drauf. Also es ist nirgendwo ein Name drauf geschrieben, wo man jetzt sagen könnte, was es ist. Dankeschön, Maxner, für deinen dritten Monat auf Stufe 1. Vielen Dank. Drake Hammer Gabelstapler mit Landefahrwerk für den Notfall. Ja. Ja, vielleicht ist es irgendwas Unannouncedes, das würde ich auch fast denken. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass mit Alpha 3.17 ein neues Drake-Schiff kommt. Ein Überraschungsschiff sozusagen. Könnte, ne? 5 Screens für einen User. Naja gut, das macht ja schon Sinn. Das macht ja schon durchaus Sinn. Corsair wegen der 6 Waffenschalter. Ja gut, ja, wir haben hier unten 6 Waffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben auch hier offenbar Raketen irgendwie. Transponder. Cargo Eject. Vielleicht ein Mining Vehicle. Wobei. Headlights, Emergency. Ist wirklich kaum zu erkennen, was es wirklich sein soll. Ist der Powerloader von Alien. Er sieht auf jeden Fall sehr industriell aus. Sieht man also nach einem industriellen Schiff aus. Im Allgemeinen. Aber es stimmt natürlich, wir haben hier 6 Waffenschalter. Tja. Beide Cockpits geschickt per PN. Warte mal kurz, da muss ich mal kurz umschalten. Du meinst jetzt von Drake und von Dings, ne? Ja, was ist jetzt hier was? Warte kurz. Dankeschön, Mini90 für 2 Monate mit Prime. Was ist das? Das ist die Vulture? Ja, die Vulture ist es nicht. Die Vulture ist es auf keinen Fall.
Und das ist hier die Corsair. Na gut. Hier haben wir diese gelben Stangen. Aber es stimmt, also die Corsair hat ein kleineres. Gut, vielleicht haben sie es nochmal abgedatet, vielleicht ist es nur noch größer. Ne? Man weiß es immer nicht genau. Aber ich würde auch sagen, die Corsair ist es eher nicht. Nee, die Ruft ist es auch nicht. Nee. Aber das ist kein Pilotensitz. Meinst du, es ist irgendwie ein Kran oder sowas? Wir werden es herausfinden. Eines Tages wissen wir es. Wir haben ja in der Roadmap noch diverse unannounced, also noch nicht weiter bekannte Dinge. Ja, wenn wir hier mal kurz schauen. Vehicle Content EU. Allerdings ist da jetzt eigentlich, haben wir schon mal geguckt, nichts dabei, was jetzt bei unannounced zumindest demnächst fertig wird. Ja. Also das ist hier alles Mai, Juni. Also sie haben auf jeden Fall vieles hier, was bis Mai fertig wird, also bis zum Invictus-Event. Aber eigentlich geht es auch darüber hinaus. Ne? 1, 2, 3, 4 Sachen, die hier in dem Zeitraum annähernd fertig werden. Und beim US-Team, Dankeschön, Darf Nano für 2 Monate mit Prime, vielen Dank. Da haben wir hier 2 kleinere Sprints, aber das ist wahrscheinlich noch kein fertiges Fahrzeug. Vehicle Experience, was haben wir da? Unannounced. Ah, auch was hier bis Mai. Das ist eigentlich Vehicle Feature. Das ist eigentlich nichts, was jetzt fertig wird. Von den nicht bekannten Sachen. Vehicle Tech können wir mal kurz gucken, aber das sind eigentlich verschiedene. Nee, auch nichts. Naja, wir werden es sehen. Ja, genau. Zu Invictus sind es 3 bis 4 Stück, aber die gehen eigentlich über Invictus hinaus. Na? Das ist ein bisschen das Problem an der Sache. Naja. Was haben wir uns so anguckt hier, ne? Die Chirapchichi Alien-Rüstung. Ja, haben wir schon gesehen. Ansonsten haben wir jetzt zum Wochenende hier nichts Neues auf dem, also auf der Website. Nur halt hier diesen wunderbaren Sneak Peek. Na, mal sehen. Wir behalten das mal im Auge und gucken mal, was da rauskommt am Ende. Aber Drake wird es alle Male sein. Also Drake definitiv. Das ist ein ganz klares Drake-Cockpit. Es könnte die Corsair sein. Die haben ja diese gelben Streben, aber vielleicht ist es auch was anderes. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es irgendwas Neues. Sie hatten ja mal erzählt, wenn ihr euch noch erinnert, sie brauchen neue Raumschiffe und Fahrzeuge für die neue Frachtmechanik, für den Cargo Refactor, um Frachten zu bewegen. Könnte also sein, dass das vielleicht ein Drake-Schiff ist, speziell für nicht Frachttransport, sondern für Logistik-Gameplay. Möglich, ne? Möglich. Nee, wie gesagt, die Vulture ist es nicht. Steht sogar Drake dran. Wo steht denn hier Drake? Nee. Drake? Drake steht hier nirgendwo. Oder ich sehe es bloß nicht. Schwarzen Kabel. Ach, hier. Ja, stimmt. Hier steht Drake, ja. Habt recht. Ja, man muss ja immer ganz genau hingucken bei diesen Sneak Peeks. Mal gucken. Wir werden es sehen. So, ich mache das Spiel an. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr mir schon mal eine Freundesanfrage schicken. Ich brauche aber nur 3 Leute. Also 3 Leute. Ich suche mir 3 raus, von denen, die mitmachen wollen. Die brauche ich aber auf jeden Fall. Würde mich freuen. Ihr müsst auch nicht viel, also ihr müsst nichts dabei haben. Wie gesagt, wir haben die Mole. Ich habe die schon vorbereitet bei Hurston. Das ist alles kein Problem. Und ich verzichte auch auf meinen Gewinnanteil. Also das, was wir heute mit Mining machen, das ist euer Geld. Also wir teilen es dann quasi durch 3, durch euch 3. Das dürfte, wenn alles glatt geht, wirklich eine Menge sein. Dass sie uns das Bild einfach so schenken, ne, dass Weihnachten ist natürlich stark. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. War ich auch überrascht. Ja, ist der heute schon Weihnachten? So viele wollen. Immer Kalt Light ist immer irgendwie. Irgendwie ist der immer hier bei mir in The Friendlist drin. So. 1, 2. 2.
3. So, da haben wir noch direkt 3 Leute. Perfekt. Invite, Invite, Invite. Was? Möchte nichts falsch machen. Was war denn die Frage? Nimmt sich auf mein Hangar und Gift zu seiner E-Mail. Naui, was war denn die Frage? Habe ich gar nicht gesehen. Kann ich Star Citizen für einen Freund das Spiel kaufen als Geschenk? Ich meine das Starterpaket. Ja, kannst du. Genau. Du kannst es kaufen und dann kannst du es in deinem eigenen Webhangar giften. Ganz normal. Captain Paolo muss noch annehmen. Das Problem, du musst dann die E-Mail-Adresse und den Handle eingeben, da kann auch nicht viel schief gehen. Ich glaube, ich kann halt nur eine Stunde, ist das okay? Nee, das ist zu wenig. Also der Stream geht ja ein bisschen länger als eine Stunde. Also ihr müsst schon dann eine ganze Abend Zeit haben, ne? Sonst macht es keinen Sinn. Mach heute nicht mit, aber du hast mir eine Freundesanfrage geschickt, dann lösche ich dich wieder. So, dann brauchen wir noch einen weiteren. Außer der wobei ich glaube, Konst war der ein Konst. Ja, du genau, dann nehme ich dich raus. Dann brauchen wir noch 2 weitere Spielerinnen oder Spieler. Go, go, go. Ja, egal wer. Wir müssen nicht hetzen. Keine Hektik. Aber ihr müsst halt schon die Zeit mitbringen. Also eine Stunde ist zu wenig, dann sitzt man dann nachher nur noch zu dritt im Schiff. Das macht keinen Sinn. So. Lalalalalala. Ah ja, hab mir ingeben die Starfighter geholt. Nach ein paar Tagen hat sie irgendwie aus meinem Fleet Manager verschwunden. Hat irgendjemand einen Tipp, was da passiert ist? Im Fleet Manager siehst du nur die Raumschiffe, die bei der Location sind, in der du dich gerade aufhältst. Und wahrscheinlich ist die Starfarer bei einer anderen Raumstation oder irgendwo anders geparkt, als da, wo du gerade bist. Und deswegen siehst du die nicht. Du musst die also claimen am Display und dann ist die auch wieder im Fleet Manager vorhanden. So, Overburst, okay, haben wir Nummer 2. Lalalala, weil ich brauche einfach heute 3 Mitspieler, denn die Mole ist ja für 4 Personen. Jo, und der Locke, alles klar. So. Müsst auch nicht gut minern können, keine Sorge, ich habe alles vorbereitet. Ihr könnt quasi fast blind minern. Das ist jedenfalls der Plan. Minuten zum Landen. Naja, hier sind wir schon. Wenn der Locke noch annimmt, sind wir zu viert. Dann passt es. Ja, genau. So, also ihr habt auch alle dann die Zeit. Nicht, dass dann irgendwer zwischendurch weg muss, ne? Ich frag nochmal nach, zur Sicherheit. So. Ich bin extra gestartet, jetzt wartest du nicht mal. Willst du als Co-Pilot mit Mr. Sprengler? Nicht, dass ich dich hier übergehe. Ich hab's gar nicht gelesen. Hast du geschrieben? Ach, da oben. Ja, stimmt. Stimmt, du hast oben geschrieben. Das tut mir leid. Dann nehme dich einfach als Co-Pilot mit. Dankeschön, der Steppenwolf, der verlängert sein Geschenk-Abo vom Geister Eule 2-4. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Zack. Und dann gehen wir rein. Was? Session ist voll. Alles klar. Gib mir halt einen leeren Server. Spiel. Okay. Wir nehmen mal EU. Ja, er will mich nicht auf EU lassen. Das ist ja auch geil. Dann nehmen wir USA. Dankeschön, Mickey Mouse Pad, für den Follow. Jo, wenn einer von euch keinen Bock mehr hat oder dringend los muss, dann springt der Mr. Sprinkler ein. Dann sprengt der Mr. Sprinkler ein. Dankeschön, Ragnar, für 6 Monate auf Schwein. Halbes Jahr schon, wie die Zeit doch rennt. Ja, sie rennt. Sie rennt davon. Ach. Dankeschön, Andy BC, für den Follow. Ja, ja. Bald ist wieder Invictus, könnt ihr das glauben? Puh.
schon bei Frühlingsanfang, glaube ich. Also es wird schon langsam warm draußen. Langsam kommen auch schon die ersten Viecher wieder. Ich habe schon die ersten Wespen gesehen. Gar keinen Bock drauf. Danke, Mr. Flimflam, für 3 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. Zecken sind auch schon unterwegs. Die sind das ganze Jahr unterwegs, die Zecken. Also im Wald zumindest. Also in der Stadt habe ich habe noch nie Zecken gehabt. Also ich wohne ja in der Stadt, da gibt es keine Zecken. Egal zu welcher Jahreszeit. Also bei uns jedenfalls nicht. Hi Knebel, ganz vergessen, nach der VR-Runde zu fragen. Danke für 100 Bits. Ja. Die Antwort lautet ja. So. Aber dann müssen wir vorher Früchtemüsli essen. Aber ganz, ganz viel davon. Und dann machen wir VR. Das wird lustig. Boah. Montags sind viele Viecher unterwegs. Montags? Na gut, die müssen ja auch zur Arbeit, die Zecken. Nach dem durchzeckten Wochenende. Hast du gestern das Interview mit Todd Peppi schon gesehen? Und wie fandest du dieses SCL? Ja, wir haben uns doch hier im Stream sogar angeguckt. Warst du nicht da? Haben uns gestern angeguckt, komplett. Also nicht ganz komplett, wir haben es durchgeskippt natürlich. Wer ist denn das da? So. Kommt ihr bitte zu mir? Warte mal. Es kommt noch an, wo ihr seid. Okay, ihr seid alle hier. Gut, wir fliegen nämlich gemeinsam rüber nach Arcorp. Da wird unsere Location sein. Wir gehen nach Lyria. Also wenn ihr schon hier seid, kommt gerne bei mir rein ins Schiff. Ansonsten fliegt einfach direkt nach Arcorp mit eurem eigenen Schiff. Das geht auch. Nee, fand ich ganz gut. Das Problem bei diesen Star Citizen Lives ist immer, dass die sehr, 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 sehr langgezogen sind und relativ wenig Inhalt haben. Das ist das Problem. Und dass viele Fragen, die gestellt werden, die werden so, ja, ich sag mal Larifari beantwortet, so Blabla-mäßig. So unter dem Motto, wird's neue Quests geben in 3.17, und dann sagen die, vielleicht mit dem Zwischenpatch. So, wo ich mir dann sage, also wo ich mir halt wünschen würde, dass die Antwort deutlich ausführlicher ausfällt. Zum Beispiel, gibt es welche? Ja, nein, das ist klar. Aber wenn es keine neuen gibt, warum gibt es keine neuen? Was waren die Probleme? Wieso wurde da nicht dran entwickelt? So, die Begründungen fehlen halt immer, die ausschweifenden Sachen. Die werden aber wichtig für den Kontext sozusagen. Also man kriegt keine guten Antworten in Star Citizen Live, das will ich damit sagen. Das ist ein bisschen das Problem. Dankeschön, Buddyhammer, für 8 Monate mit Prime und wieder einen Monat mehr. Ja, vielen Dank. Ja, und das andere ist bei den Star Citizen Lives, oft sind auch einfach die Fragen blöd. Also, es werden mir im Spectrum Fragen gestellt und ich habe manchmal, nicht immer, aber manchmal habe ich das Gefühl, CRG pickt sich mit Absicht die uninteressantesten Fragen raus. Weil es gibt teilweise, müsst ihr mal gucken, im Spectrum gibt es viel, viel spannendere Fragen, viel, viel spannendere Fragen, jedenfalls für meine Begriffe, und die werden aber nie genommen. Ja, naja. Dankeschön, Mr. Listener, für 17 Monate mit Prime. Vielen Dank. Ach so, nee, genau. Kannst du angucken, der Stream von gestern kommt ja heute Nebel, noch online. Kannst du nicht nach Everus kommen? Kannst Blaubs uns alle aufsammeln? Das mache ich eh. Das mache ich. Das ist der Plan. Jetzt zeige ich euch auch gleich, wie das Schiff, also was ich hier genau gemacht habe. Anker 9. Ich gehe erstmal. Ich fliege hoch zum Everus. Und dann könnt ihr reinschweben. Zum normalen Waffenshop in Lorville. In Lorville gibt es nur diesen Termanian Suns. Das ist der einzige Shop in ganz Lorville und der hat quasi alles und gleichzeitig nichts. Weil der hat nämlich von allem nur ein bisschen was. Aber das Nötigste kriegt man. Ja klar, sie picken natürlich die Fragen raus, die sie beantworten können, aber das ist halt meistens sehr, sehr wenig, ne? Wobei, wie gesagt, das war gestern durchaus interessant, also... Aber eben sehr... sehr Blabla-mäßig. Also, bestes Beispiel, fand ich, war Quantum. Er hat gesagt, Quantum kommt mit 3.17. Das ist jedenfalls der Plan. So. Was ja schön und gut ist,
aber er hat quasi nicht wirklich viel dazu gesagt. Ne? Also so richtig einleuchtend war das alles nicht. Zumal es auch nicht auf der Roadmap draufsteht. Razor Fox ist mit 50 Euro bei Patreon dabei. Alter Schwede, willkommen an Bord und vielen, vielen Dank. War das nicht schon gestern? Bin ich gerade verwirrt. Gestern war da auch jemand mit 50 Euro. Ich habe den Namen aber nicht mehr im Kopf. Hab ich mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall, egal wie, vielen, vielen Dank. Freuen wir uns sehr. La 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 la. Übrigens, ich kann das vielleicht an der Stelle mal ganz kurz anteasern, weil ich es im Star Citizen News, glaube ich, habe ich es mal kurz erwähnt. Ich habe das mit den Entwicklern mal kurz besprochen. Also nur ganz, ganz grob. Wir werden das im ersten Release vermutlich nicht drin haben. Das mit den Item Shops. Ja, also quasi die Verkaufspreise von Sachen und. Ja. Das ist wohl doch aufwendiger, als ich das gehofft habe. Weil ich hatte gehofft, dass wir das relativ simpel eintragen können, aber das ist wohl doch ein bisschen schwieriger. Ne? Aber es wird auf jeden Fall kommen, in einem späteren Release dann mit Starhead. Das heißt, es kommt ja alles rein, sowieso. Also sämtliche Shop-Sachen, alle Items und pipapo in die ganze Datenbank. Aber das ist halt recht aufwendig wohl, das richtig einzupflegen und dann auch richtig zu verknüpfen und darstellbar zu machen und so weiter. Aber mal gucken. Doch ist ja nicht alle Tage Abend. So. Ja, Roten haben wir ja keine. Noch nicht. Wir werden aber eine haben. Eine kleine Roadmap zumindest. So eine grobe, eine ganz grobe. Quasi eine Grobmap, wenn man so will. Dankeschön, Koshi70. Frühlingsbegrüßungsgeld. Frühlingsbegrüßungsgeld, dankeschön. Für 20 Euro Frühlingsgeld, da freue ich mich. Das ist aber lieb. Vielen, vielen Dank. Komme ich denn dazu? Weil Frühling, ja gut, Frühling, naja. Der Frühling beginnt. Und die Mole schwebt langsam hinauf in die Lüfte. Ihr seht es vielleicht schon an den Lasern. Ich habe hier eingebaut dreimal den Langset Mining Laser, also den richtig guten. Und jeder von diesen Langset Mining Lasern hat dreimal das große C3 Riga Modul drin, was den grünen Bereich um 10% erhöht. Das heißt, der grüne Bereich, wenn wir dann gleich abbauen, der müsste so groß sein, dass man quasi nur einen Laser anschaltet und das Ding ist im grünen Bereich. Selbst bei Quantanium. Bin gespannt, wie das gleich aussehen wird. Das ist ultimativ. Das ist einfach krank, wahrscheinlich. Wir werden es gleich sehen. Mal gucken. Danke für den Follow. Sonic Adventure. Jetzt, wo ich die Mole sehe, nehme ich auch eine. Ja, ist doch ein cooles Schiff. Das Problem bei der Mole ist, es gibt zu wenig Cluster. Ja, es gibt zu wenig Mining Cluster, die man auch zu schwer findet. Ah, jetzt darf ich endlich. Und das führt dann eben dazu, dass man leider mit der Mole nicht sehr effektiv meistens unterwegs ist. Aber wir werden mal sehen, wie es sich bei uns heute hier verhält. Mal gucken. So, ich komme hoch und dann, ich werde aber nirgendwo parken. Also einfach bei mir reinschweben. Halo hat genug. In den Halo fliege ich nicht. Auf keinen Fall. Da ist mir zu wenig Quantanium. Wir fliegen nach Lyria. Da gibt es wunderbare Cluster, aber man muss halt ein bisschen suchen. Das ist einfach so. So, man darf vor allem mit der Mole niemals zu schnell fliegen, weil die Bremskraft, ich bremse mal mit voller Kraft im Weltraum mit Afterburner, ne, ihr seht, also da musst du echt höllisch aufpassen mit der Mole, auf keinen Fall, immer schön entspannt, immer schön gemach. Aber die Mole ist schon ein geiles Schiff, so richtig schönes industrielles Mining-Schiff. Sehr, sehr geil. Wie gesagt, sie müssten einfach nur mal die Mining-Cluster-Anzahl erhöhen. Also generell mehr Cluster und auch größere Cluster mit mehr Material, dass man das wirklich, das Potenzial der Mole ausschöpfen kann. Also ich würde mich freuen, wenn sie mal in einem zukünftigen Patch sagen würden, wir verdoppeln jetzt die Anzahl der Mining-Cluster insgesamt und die Mining-Cluster selbst haben jetzt mindestens immer garantiert 10 Steine oder so oder 15 Steine, wo dann halt eine gewisse Verteilung von Material ist. Das wäre halt cool. Mal gucken, vielleicht kommt das mal. Dankeschön, Dublin, für 11 Monate auf der wunderbaren Stufe 2, fast ein ganzes Jahr dabei. Hi at all. Ja, willkommen. So.
Schön vorsichtig. Ist wirklich, als würdest du hier so einen Schulbus fahren. So, dann steigt mal ein. Ihr könnt den Aufzug benutzen. Das sollte kein Problem sein. Da einfach unten reinschweben. Ein bisschen näher kann ich noch, glaube ich, ne? Ein Stückchen komme ich noch. Aber irgendwer fehlt noch, ne? Mal gucken. Ah, der Overburst. Overburst, fliegst du gleich runter, direkt nach A-Corp? Dann treffen wir uns. Das geht am schnellsten, glaube ich. Das wäre optimal. Dankeschön, Adam Wonpi, für 3 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. So. Ah, da sehe ich euch. Dann sieht es ganz schlecht da. Jetzt sieht man es. Jetzt kann Knebel die anderen für sich grüßen lassen, wie die Schulbusfahrer. Einfach kurz auf die Bremse tippen. Hatte irgendwer von euch früher Schulbus? Also wir hatten das ja nie. Ich bin ja Stadtkind bei uns. Ich bin immer in die Schule gelaufen. 5 Minuten. Aber ich kenne das vom Dorf. Also ich habe auch Bekannte und Verwandte sogar vom Dorf. Die hatten früher, weiß nicht, wie es heute ist, aber die hatten früher Schulbus. Also richtigen Schulbus. Also nicht diese Öffis, die man halt als Schulbus umdeklariert, sondern halt richtige Schulbusse. Diese ganz klassischen, die man so kennt. Ich habe übrigens extra den schnellen Quantum Drive eingebaut. Alle drin? Ja, sieht gut aus. Das war fix von A nach B kommen. So, upsala. Wahnsinn, wie gut das Spiel aussieht. Auf welchen Settings spielst du? Das hat mit den Settings wenig zu tun. Das ist das Spiel einfach, was so gut aussieht. Jetzt ist irgendwer mein... Ah, okay, deswegen. Hat direkt den Kurs gelöscht, als ich da mit so Sprengler hingesetzt hat. Ach, Mann. Okay, einige hatten das, aber nicht viele, ne? Ist doch, glaube ich, generell nicht so verbreitet in Deutschland, in den USA. Mr. Sprenger, kannst du bitte mal aus dem Sitz aussteigen? Das geht so nicht. Beifahrersitz bitte grundsätzlich leer lassen. Oder irgendwie, wenn ich nicht im Quantum Drive bin. Mal gucken, ob er mich jetzt lässt. Vielen Dank. Lade, lade, lade. Ich glaube, wir haben es gänzlich verbuggt durch das Hinsetzen. Ich muss nochmal aussteigen. Und nochmal hinsetzen. Ein Scheißdreck mit dem blöden Kacksitzen immer. Dankeschön, Walter, für 17 Monate mit Prime. Vielen Dank. So. An sich ist halt nur das Problem, dass die Preise nicht dynamisch sind, weil die Mall halt für Masse gebaut ist und nicht wie die Prospector. Sehe ich nicht so, nee. Hat auch CLG selber schon mal gesagt, das ist halt echt ein Problem, dass die aktuell nicht in der Lage sind, diese Cluster richtig groß zu machen. Die Mall braucht, das hat mit Preis und damit überhaupt nichts zu tun, die Mall braucht große Mining-Cluster. Wo wirklich viele, viele Steine sind, weil sie hat ja 3 Mining-Laser. Das heißt, sie kann 3 Steine parallel bearbeiten, theoretisch. Und solche Cluster findest du halt super selten, werden es gleich merken. Und vor allem, und das ist der Punkt, du findest sie super selten mit gutem Inhalt. Also es gibt ja Cluster, aber von den Clustern, das sind dann vielleicht 8 Steine, sind 7 Steine Müll. Und das ist das Problem. Es müsste genau anders sein, es müssten dann 7 Steine gut sein. Und dann wäre die Mall interessant. Oder 5 von 7 Steinen wenigstens, ne? Und deswegen sage ich, sie sollten einfach die Anzahl erhöhen auf 10, 20 Steine pro Cluster. Und dann sind halt 5 oder 10 davon gute Steine. Mal mehr, mal weniger gut, aber halt trotzdem abbaubar. Ja. So. Müsste mehr Zeug interessant sein als Continuum. Das wird nie passieren. Das wird nicht passieren. Also es wird immer so bleiben, garantiere ich, wird immer so bleiben, dass sowas wie Tungsten, Aluminium oder Titan, dass das halt Material ist, was keiner abbauen will. Das wird sich nie ändern. Ja, auch wenn die Preise dynamisch sind, nicht.
weil dann hast du ja dann die ganzen Quantas, die ja im Spiel umherschwirren und die Preise stabil halten. Das wird sich nicht ändern. Man wird als Miner immer nach Quantenium oder nach anderen wertvollen Materialien suchen. Ja? Also Laranit, Borase, Agritium, Pipapo. Das wird sich niemals ändern. So. Jo, aber Laranit oder Borase können öfter sein. Ja, genau, es könnte halt ein bisschen mehr davon sein. Dann wäre es aber auch weniger wert. Wie gesagt, mir geht es erstmal nur um die Anzahl der Steine oder generell die Größe des Mining-Feldes sozusagen. Ja. Ah, das ging aber schnell. So, ist denn der Over... Okay, der ist auf dem Weg, ne? Overburst. Du weißt ja, wo wir sind. Ich fliege jetzt mal nach Lyria schon mal rüber. Und dann kommst du einfach zu uns. Und dann lande ich kurz, da kannst du umsteigen bei mir rein, ja? Das ist der beste Weg, glaube ich. Titan, Alu und Co. wird interessant, wenn man es als Rohstoffe braucht zum Bauen. Was willst du denn daraus bauen? Raumschiffe? Oder, ach so, ja gut, vielleicht für eine Mondbasis. Aber selbst dann, ich weiß nicht, ob man das dann abbaut oder einfach kauft, ne? Ob man das dann vielleicht einfach wirklich sich holt in der Börse quasi und dann hast du halt alles, ne? Müssen wir mal sehen, das weiß ich nicht, wie das dann mal später sein wird. So. Wir fliegen mal. Ja, wo fliegen wir da mal hin? Wenn ich mal wüsste, wie sich der Mond dreht. Ich glaube, das Beste wird sein, wir nehmen mal hier das. Da. Wheelers. Wir nehmen mal Wheelers, gucken, wie es da läuft. Ich hoffe, dass du nicht recht hast. War das nicht so, dass man Materialien braucht, um Schiffe zu bauen, um die dann zu kaufen? Ja, klar. Das ist ja auch so. Aber hat ja erstmal mit den Preisen nichts zu tun. Aluminium ist ja deswegen so wenig wert, weil es so viel vorkommt. Und das heißt, dass es auch in Zukunft wenig wert sein wird. Beim Mining geht es eben speziell darum, entweder extrem große Mengen von wertlosem Zeug zu sammeln, das wäre dann was für die Orion, oder halt sehr kleine Mengen von sehr wertvollen Sachen. Das wäre dann für die Prospector oder für die Mole interessant. Aber glaubt mal nicht, dass ihr mit der Maul irgendwann Gold oder Aluminium farmt. Das wird nicht passieren. Dafür sind die Schiffe nicht ausgelegt, die sind viel zu klein. Die Maul ist einfach wie eine größere Prospector, aber immer noch klein und ist speziell für kleine Mengen ausgelegt. Ich meine, 96 SCU, das ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist einmal kurz bei der Orion den Mining Laser anschalten, ist es. Ne? Dankeschön, Sonic ist doof für 2 Monate mit Prime. Und Opian, danke für 5 Monate mit Prime. Moin moin! Vielen Dank. Was ist denn das andere drin nur zum Nerven? Du hast doch selber schon gesagt, dass CRG ja den Wirtschafts... Genau, habe ich ja gerade eben gesagt. Ja? Die anderen Materialien sind deswegen drin, damit Schiffe wie eine Orion oder ähnliches das dann in größerer Menge rausholen können. Weil das sich dann lohnt. Ja? Weil wenn du jetzt mit einem Schiff wie der Orion, macht es keinen Sinn, nach Quantenium zu suchen. Das wird die nie abbauen wahrscheinlich. Niemals. Weil Quantenium ist ein Spurenelement. Das ist halt wirklich ganz, ganz selten mal vorhanden. Aber es ist sehr, sehr effizient mit Orion riesige Asteroiden komplett einzusaugen. Die hat ja auch einen eigenen Sortierer, eine eigene Raffinerie an Bord. Und dann direkt sozusagen die großen Mengen sich rauszuziehen. Ne? Von Aluminium oder von Titan oder von Gold oder was auch immer. Dankeschön. Jojojo 83 für 16 Monate mit Prime. Wupp, wupp. Dankeschön. Und vielen Dank. Was? Ubuntu für den Foto? So. Ich gehe davon aus, dass man auch selbst im fertigen Spiel mit der Prospector oder mit der Maul eben nach diesen Spurenelementen sucht und nicht nach den wertloseren Materialien wie Gold, wie Aluminium oder ähnliche. Ja. Das sind die einfach zu klein dafür. Es sei denn, es passiert irgendwas, wodurch die Preise für diese nicht so seltenen Materialien in die Höhe schießen. Kann ja passieren, irgendein Engpass oder was, ne? Irgendein Wirtschaftsproblem in Star Citizen, was da aufkommt. Das kann immer sein. Glaubst du, die Scorpius wird es noch mal zum Plätschen geben, will das Schiff unbedingt haben? Wenn sie flight ready wird,
so wie bei jedem Schiff, dann kannst du sie auch kaufen, aber die wird dann wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. Wenn du die Scorpios kaufen willst, Kimadox, dann würde ich dir empfehlen, auch wenn das Graumarkt ist, schau mal auf eBay. Da gibt es die Scorpios mit lebenslanger Versicherung und auch noch günstiger als dann alsbald, wenn sie rauskommt. Ja? Also da würde ich mal ein Auge auf eBay haben. Da gibt es auch noch diesen Stinger Paint oftmals mit dazu, diesen Scorpion Paint. Sieht ganz cool aus, so rot-schwarz. Müsste mal schauen. Ansonsten, wenn ihr das nicht wollt, abwarten, bis das Sale kommt. Das wird irgendwann in den nächsten 1 bis 2 Monaten passieren. Ja? Je nachdem, wie schnell die fertig sind. Übrigens, wenn ich frage, was ich hier mache, ich suche nach einem Cluster. Ne? Also wir brauchen hier ein Cluster mit 8, 9 Steinen oder so. Das ist so mein Ziel. Wir brauchen hier mit der Mole nicht anfangen, einen einzelnen Stein abzubauen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein richtiges, schönes Quantenium-Cluster. Das heißt, ich fliege es einfach so mal hier grob in die Richtung irgendwo hin und schaue, dass ich da, ja, dass man was aufkloppt. So, das kann aber ein bisschen dauern, aber wir können es ja unterhalten. Gar kein Problem, wir haben ja viele Themen. Haut eure Themen gerne raus, ich habe auch noch einige Sachen hier. Also wenn man in Stasis in Aluminium und Titan als Erze finden kann, dann schmeiße ich das Spiel in die Ecke. Hä? Wie meinst du das? Ach so, weil das Erze, ach so, weil das Erze sind. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja, ja, aber... Wieso? Aber Aluminium, ist das kein Erz? Das Gold ist ja ein Erz. Dankeschön, Ralf Petersen, für 5 verschenkte Abos an den Schallzyklus, Kreuzchen, Pinguin King, Holter, Depolter und an den Lingling. Vielen Dank. Freue ich mich sehr. Aluminium und Titan sind Legierungen und kommen in der Natur nicht vor. Aber gibt's nicht Aluminium in Stein? Gibt's nicht jetzt schon beim Bergbau Steine, wo Aluminium drin ist? Nicht? Gut, dann war Denkfehler. Naja, ist doch egal. Ich dachte, es gäbe auch Aluminium drin. Das stimmt natürlich, ja, ja. Das sind ja Legierungen. Aus Bauxit raffiniert. Da kenne ich mich nicht aus. Bin kein Bergbau-Experte. Aber gut zu wissen. Ihr wisst ja, was ich meine. Ja, wie gesagt, ich meine wirklich wertlose Materialien, die aber häufig vorkommen. Sagen wir halt von mir aus Eisen. Aber Eisen gibt es ja auch nicht, glaube ich. Iron, Erz gibt es in Stasis und gar nicht. Komischerweise, es gibt kein Eisen, ne? Naja. Hat Stasis denn eigentlich Xbox, PlayStation Controller Support? Ja und nein. Du kannst grundsätzlich Star Citizen mit jedem Eingabegerät spielen. Du kannst auch theoretisch das Spiel mit Bongos spielen, aber das ist alles nicht besonders gut. Also auch mit einem Controller ist eher abzuraten. Es ist halt ein PC-Spiel, hat also viele Buttons. Das ist ungefähr so, wie wenn du World of Warcraft mit Controller spielen willst. Das geht auch nicht richtig. Es geht grundsätzlich, man kann es irgendwie sich hintricksen und wurschteln, aber geil ist anders. So, ich muss mal ganz kurz schauen, wo hier unser fehlender Mann ist. Der ist schon da, oder? Aber da würde ich mal kurz für dich landen. Ich weiß halt bloß nicht... Ach, guck mal, da hinten ist er. Ich lande mal hier und du kommst zu uns. Und da kannst du fix einsteigen. Noch gar kein Cluster gefunden, ne? Also kein richtiges zumindest. Und hier kann ich doch schön landen. Das hier sieht doch gut aus. Schön landen. Außer ein bisschen eine gerade Fläche. Würde es sich lohnen, als Händler das Roherz von den Minern zu kaufen und dann aber an der Raffinerie verarbeiten zu lassen, um zu verkaufen? Das weiß ich nicht. Das kommt drauf an. Wenn das die, also das geht ja aktuell eh nicht, aber später ist sowas natürlich denkbar. Ne? Dass eine Caterpillar kommt und sich entsprechend die Mining-Behälter holt. Bitte mal rechts den Mining-Arm einfahren. Das ist auch so blöd gelöst, ne? Dass das Ländige nicht ein bisschen weiter ausfährt. Dankeschön, Kasavamo, für den 6. Monat mit Prime. Vielen Dank.
So. Da ist er auch schon, genau, wunderbar. Ich meine, Triebwerke ausgemacht. Ne, mache ich mal noch fix aus. Ist nicht die Prospector dafür konzipiert, dass jemand die Behälter abholt? Ja, grundsätzlich schon. Aber die Frage ging ja in die Richtung, dass man es ihm abkauft. Na, das wird sich zeigen, ob das Spiel vernünftig balanced. Müssen sie halt die Preise richtig einstellen. Ja. Der Himmel sieht irgendwie geil aus, ne? Obwohl das nur so diese doofen 2D-Wolken sind, aber sieht richtig gut aus, der Himmel. Richtig scharf. Raffiniertes Erz bringt mehr als rohes Erz. Warum sollte es sich nicht lohnen? Weil vielleicht der Miner das haben will, dieses mehr Geld. Weil er sagt, komm, ich flieg kurz zur Raffinerie. Das kommt dann darauf an, wo man ist. Es kommt darauf an, was die Raffinerie selbst auch an Preisen hat. Vielleicht hat ja der Händler beispielsweise bei der Raffinerie einen sehr, sehr hohen Ruf und kriegt dort einen besseren Preis als der Miner. Und so weiter. Also da gibt es viele Faktoren. Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Deswegen sage ich, das ist so eine Balancing-Geschichte, wo man einfach gucken muss, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich denke mal, sie werden es zumindest versuchen, so zu balancen, dass der Miner, der Bergbautyp in der Prospector oder auch in der Mole, wenig Interesse hat, selbst zur Raffinerie zu fliegen. Sondern dass er lieber sein Mining durchzieht und einen Kumpel hat oder halt eine Gilde hat, die regelmäßig kommen und die vollen Behältnisse mitnehmen und verkaufen oder halt raffinieren und mit leeren Behältnissen zurückkehren. Ja, dass das dauerhaftes Mining quasi dann ist. Ne, Dauerbetrieb. So, perfekt. Kommen Sie rein. Trink mal einen Schluck. So, okay. Dann wollen wir mal weitersuchen. So. Ja, ein Cluster. Na, mal gucken. Kommen Sie rein, Sie können nicht rausschauen. Naja, das stimmt. Fenster haben wir nicht, aber wir haben Mining-Türme. Die könnt ihr auch gerne schon besetzen, wenn ihr mögt. Ich muss dann nur mal runter in den mittleren Turm nachher gleich rein, wenn wir einen Cluster gefunden haben. Aber das kommt alles noch zurecht. Ich kann auch ein bisschen schneller fliegen. Das ist nämlich das Schöne bei den Monden, da ist die Gravitation nicht ganz so nervig. Da kann man mit der Mole noch recht gut lenken und schwenken und alles machen. Hallöchen, der Bori. Was, von unten hat es immer recht gut ausgesehen, aber wenn man durchfliegt, naja. Von unten? Achso, die Mole, so hier. Also, die sieht eh geil aus, die Mole. Ich finde, das ist ein super Schiff, super designtes Schiff. Richtig schöner Industrie-Miner. Ja, könnte fast ein Frachtschiff sein. Ach so, die Wolken meinst du? Ja. Es kommt immer noch an, wo man ist, ne? Ah, ich freue mich schon. Ich hoffe, dass mit 3.17 wirklich dann bei Hurston die volumetrischen Wolken reinkommen. Es ist ja nicht ganz sicher. Sie haben es ja nicht versprochen, sondern sie haben das so angedeutet, so wie wir gucken mal, ne? Wir wollen das schon gerne, aber wenn es nicht ist, ist es nicht. Mal gucken. So, alles hier. Keine Cluster. Flieg mal einfach dran vorbei. Wieso schwebt der mittlere Laser? Der schwebt doch nicht. Der hängt hier an so einer Schiene dran. Der fährt quasi aus der Mitte aus und dann... Ja, das ist auch kein Cluster gewesen. Wir brauchen Cluster. Naja, die Argo-Schiffe sind auf jeden Fall geil. Auch das Cockpit ist cool, ne? So. Ich hätte gern fast noch ein paar mehr Displays, ein paar mehr Buttons, aber geil ist es auf jeden Fall. Unser linker Turm ist noch nicht besetzt, da kann gerne jemand rein. Sieht es noch besser aus. So, Cluster. Na, mal gucken. Haben wir da vorne mehr Glück? Man könnte ja auch theoretisch scannen. Das Problem ist, eigentlich lohnt sich das nicht zu scannen. Das hat immer Ewigkeiten dauert und bis der das hier gecheckt hat, was ich von ihm will. Naja.
ist man schon so nah dran, dass es auch so auftaucht, das Zeug. Deswegen, ich flieg einfach so hin. Das passt schon. So. Da. Keine Cluster. Ich könnte scouten für euch, wenn du magst. Wenn jemand Lust hat zu scouten, von mir aus gerne. Wenn du auf dem Server bist, klar. Halt immer, es ist immer Glückssache. Gerade mit der Maul, wo du wirklich wählerisch bist, was Cluster angeht. Und dann muss es ja auch noch ein Quantenium-Cluster sein. Es ist doch so, wenn der Miner sein Erz selber bei der Raffinerie das Erz verarbeiten lässt, muss er sich entscheiden, was er sie verarbeiten will. Der Rest geht verloren. Nee. Wenn du Erze gemeinert hast, dann packst du die alle in die Raffinerie. Da musst du gar keine Entscheidung treffen. Geht nichts verloren. Das Einzige, was verloren geht, ist der Inert. Der wird nicht raffiniert, logischerweise. Das ist ja auch nur Erde. Oder normales Gestein halt. Ah, die sind zwar auseinander hier. Das bringt auch nichts. Wenn ein Cluster kommt, ist es eh Quantenium. Das hoffe ich doch. Wir werden sehen. Kann ich vorgreifen. Bestens halt immer so ein bisschen Flachland, da fällt es auch nicht so doof runter. Da waren gerade kleine Edelsteinchen, aber die bringen uns nichts. Weiß nicht, was du hast mit der Maul, gehe ich in den Hele und nach maximal 30 Minuten komme ich mit etwa 300k raus. Und das ist ja nicht so viel. Das mache ich auf Lyria in 20 Minuten. Und zwar quasi ohne Maul. Mache ich mit der Prospector. Und zwar wirklich in 20 Minuten normalerweise. Das Problem beim Aaron Halo ist, man findet viel weniger, nach meiner Erfahrung, und viele Steine sind nicht scannbar. Das ist halt mega verbuggt. Und das ist halt einfach so ein bisschen frustrierend. Da haben wir ein kleines Cluster. Wir können es uns mal angucken, wenn das gute Prozente hat. Lohnt sich's. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist auf jeden Fall Quantenium, man sieht's schon. Muss man nur mal kurz mich bremsen hier. So. Ach, komm her, Maul. Was haben wir da? Ja, laut Inside Star sitzen soll es besser werden mit 3.17. Dann ist es ja auch schön, ne? Aber aktuell, wir reden hier von aktuell. Hallo, kann ich dich auch mal scannen hier? Musst immer so reinkriechen, furchtbar. Ugh. Hallo Steine, sagt mir, was ihr habt. Ja, vielleicht sind die aber auch verbuggt. Ne, jetzt scannt das, okay. So, was haben wir denn da? 2% Quantenium. Können wir direkt weiterfliegen, weil egal was da drin ist, es wird sich für die Mole leider nicht lohnen. Das ist das Doofe dabei. Gut, wenn es 100% sind, aber ja, Quantenium 2%. Da geht direkt der Mittelfinger hoch. Nee. Nicht scannbar zu dem Thema, ja. Ich weiß eh nicht, ganz ehrlich, Leute, ich weiß wirklich nicht, was CRG mit dem Scanning veranstaltet hat. Das war mit Alpha 3.14 1A top. Das war wirklich, wirklich, wirklich top. Und wer mir das nicht glaubt, der möge nochmal in die Let's Shows vom Testserver gehen. Wohlgemerkt, der PTU 3.14. Und dann hat irgendein Entwickler irgendwas rumgefummelt und seitdem ist das Katastrophe, das Scanning. Es ist langsam, es ist träge, es ist ungenau und beim Rock Mining brauchen wir nicht drüber reden, es ist halt Schwachsinn. Ich weiß nicht, warum sie das... Das war so gut. Das war göttlich, das Scanning. Und ich hab's auf Video, wie gut es war. Mit 3.14. Auf dem Testserver. Also das ist mir wirklich bis heute ein Rätsel.
Man kann wirklich nur hoffen, naja, dass sie sich damit nochmal auseinandersetzen. Keine Ahnung. Das ist wirklich kurios gewesen. Das ist eine der Sachen, die ich wirklich bis heute nicht verstanden habe. Warum man das so komisch dann nochmal gemacht hat. Glaubst du, es liegt am Server-Mashing? Weiß ich nicht. Das ist... Ja, natürlich, das Scanning hat natürlich einen wichtigen Bestandteil von Server-Mashing mit drin im Code. Das ist schon richtig. Aber wenn es doch auf dem Testserver funktioniert hat, 1A, ne? Dann ist es ja bewiesen, dass es funktionieren kann, auch ohne Server-Mashing. Und das war ja nicht irgendwie mal ein glücklicher PTU, das war ja die ganze Zeit auf dem PTU. Naja, egal. Werden es nicht herausfinden. Wahrscheinlich weiß es CG selber nicht. Bin auch am Scheitern suchen, finde nix. Ja, einfach Geduld. Es ist ein Geduldsspiel. Aber es lohnt sich trotzdem. Also gerade die Mole, wenn man ein gutes Cluster hat, man muss sich halt ein bisschen Zeit nehmen, aber wenn man ein gutes Cluster findet mit Quantenium und drei Leute hat und das vernünftig entsprechend auch sammelt, dann hat man halt die dreifache Menge Frachtkapazität, die man mit Quantenium voll macht, mit einem Schlag. Und das heißt, lass mich kurz mal überlegen, was bringt eine volle Prospector? Eine 250.000 oder 300.000 oder sowas, ne? Ungefähr. Wenn man ein gutes Mining-Ergebnis erzielt hat. Das heißt, mal 3. Das heißt, die Mole bringt ungefähr eine 350.000 oder mehr. Ungefähr. Das ist schon ziemlich solide, ne? Ja, genau. Also ihr müsst halt immer quasi einfach das von der Prospector verdreifachen. Dafür sucht sie ein bisschen länger, weil sie halt ein Cluster haben will. Das ist der Haken. Aber wenn sie eins hat, dann geht's richtig schnell. Und du hast den riesigen Vorteil, dass das Mining selbst dann 10-mal einfacher ist. Und 10-mal schneller auch ist. Aber dazu müssen wir erstmal, um das schön zu zeigen, hier nochmal ein hübsches Cluster finden. Naja. Theoretisch reicht ja ein Dreier-Cluster, wenn das 3 gute Steine sind, zack, kein Problem. Aber du brauchst mindestens 3 Quantenium-Steine mit einer Masse von, ja, sagen wir mal mindestens mal 5000, können auch gerne mehr sein, aber 5000 Masse möchte ich schon haben, mit mindestens jeweils 20-25% Quantenium. Und das sind halt so ein paar Randbedingungen, die das Ganze in die Länge ziehen, was das Suchen angeht. Es gibt es, es ist nicht so, dass es das nicht gäbe, ne? Aber es ist halt eher selten. Hatte gerade einen schönen 45% Stein, dann war ich wegen des Streams im falschen Moment abgelenkt und er flog ihm um die Ohren. Das ist natürlich... Eieieiei. Aber der nächste Stein wird kommen, bin mir ganz sicher. So, ich drehe hier mal so eine kleine Kurve, dass wir Richtung Sonne mehr fliegen, weil sonst wird es nämlich hinten dunkel und da habe ich gar keinen Bock drauf. Da sieht man nichts mehr. Aber ist wirklich schön hier, ne? Dann guckt euch das mal an. Oh, es ist toll. Richtig hübsch. Ich liebe Lyria. Hier würde ich sogar irgendwie wohnen wollen. Gut, die Luft ist ein bisschen dünn, aber für einen Mond ist es, also ist ein richtig schöner Mond, finde ich. Dankeschön, Visa 1 für 2 Monate mit Prime. Vielen Dank. Oh, da fällt mir was Wichtiges ein. Ich muss mal ganz kurz... Ich kann ja mal hier... Ihr habt ja ein Äuglein drauf. Schreit mich aber an, wenn ich irgendwas übersehen habe. Warte mal kurz. Lalalala. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ah. Und dann Berg, da kommt ein Berg, ne? So, nicht so hoch. Ach, ist mein Eye-Tracker, kann ich auch mal. Dass ihr seht, wohin ich gucke. So. Dankeschön, Green Devil 1 für die Follow. Dann machen wir eine Runde hier, eine Runde pingen. Und wisst ihr, was halt auch noch so ein bisschen ein Problem ist? Aber das ist generell so ein Ding bei CRG. CRG hat eine Sache bis heute nicht richtig gemacht. Und zwar im gesamten Spiel, bei allen Mechaniken. Nämlich, sie haben ein Time Sync drin. Beispiel. Da rechts wird mir angezeigt, dass da ist irgendwas, ne? Problem ist nun, ich muss mich jetzt dort erstmal hindrehen. Ich scanne es nochmal. Ich muss mich hindrehen, genau mittig dahin ausrichten. Dann muss ich erstmal scannen.
dann dauert das wieder Ewigkeiten. Und dann kriege ich die Anzeige, dass es sich um einen Stein handelt. Diese Anzeige würde ich gerne sofort haben, ohne dass ich erst scanne. Weil bis ich gescannt habe, bin ich schon so nah dran an diesem Stein, dass ich es auch ohne Scan sehe. Ne? So. Oder auch genauso beim Quantum Drive, es ist genau das gleiche Problem. Sie zeigen dir die ganzen Punkte an, aber sie schreiben nicht, was es für ein Punkt ist. Also sie geben dir die Information erst, wenn du genau hinguckst. Und das ist teilweise halt echt ein Problem. Also ich mache mal hier mal als Beispiel und ich fliege es wirklich nicht schnell. So, jetzt fliege ich da hin und scanne. Ich komme näher und näher und er scannt halt ewig nicht, obwohl ich scanne. Ich drücke wirklich drauf auf den Knopf und irgendwann wird er scannen. Na, vielleicht lässt es auch. Vielleicht scannt er nicht. Okay, er scannt einfach nicht. Egal, jetzt kommt eh gleich der Stein. Oder es kommt einfach nichts. Aber es war einfach fehlerhaft. Ja, das war ein Fehlscan. Ne, ich will eigentlich nicht dahin. Ich will hier links hin. Ich würde gerne in die Richtung fliegen. Dankeschön, Raylor, für 7 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Ne? Und dann kann man dann natürlich sagen, naja, das soll ja auch so sein mit Schnitzeljagd und Co. Aber Schnitzel jagt man auf größere Distanzen und nicht auf 5 Kilometer oder 8. Das ist halt einfach zu wenig. Ich hoffe, dass sich das dann später mal ändert, wenn die Sichtweiten sich erhöhen. Oder die Object-Container schon eher offenbaren, was in ihnen steckt. Das können sie ja einstellen, welche Distanz. Aktuell sind es ungefähr 10 Kilometer. Knebel, kleiner Tipp. Quantum ist am Berghang, wenn es rübergeht, in die flache Ebene zu finden. Danke für den Tipp, aber das ist so eine, nicht böse sein, aber das ist so eine Bauernweisheit, die stimmt halt nicht. Ich habe Quantum schon an so vielen Stellen gefunden, einfach auf dem Flachland, auch clustermäßig. Ich nehme es gerne mit auf, aber es ist einfach random. Es ist wirklich komplett Zufall, wo das Zeug aufploppt. Dankeschön trotzdem für 100 Bits und Dankeschön Legitiel für 14 Monate mit Prime. Vielen Dank. So. Aber wenigstens sieht's gut aus, ne? Immerhin. Dann noch nie was anderes als Flachland mit Brocken. Naja, es gibt schon, also es ist schon richtig, an Berghängen ist die Chance quasi ein bisschen erhöht, dass da was ploppen kann, aber das ist nicht so wie in WoW, wo die genau das festgelegt haben. Das ist. Ja. Dankeschön, Aeroboy Live für 2 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. 2 Monate? Bist du schon länger dabei? Das ist ein Anzeigefehler. Das sich umbenannt. Da ist ein Cluster. Ein Cluster. Und was für eins. Huhu. Na, wie lange haben wir es gesucht? Eine halbe Stunde? Die Frage ist, ob es Quantenium ist. Und ich könnte mich jetzt ohrfeigen, dass das der Messer Sprengler hier auch noch recht hat mit diesem Zufallstreffer. Knebel, wir müssen VR spielen. Manchmal möchte ich dich irgendwie mit einem Knebel hauen. Warum mit einem Knebel? Guck mal, alles Quantenium. Bam. So, Freunde. Nun aber, müssen wir Glück haben. Also wir haben ein Cluster. Glück Nummer 1 geklappt. Ist es Quantenium-Cluster? Glück Nummer 2. Nun müssen die Prozente noch gut sein. Da wollen wir doch mal gucken, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Ist es Quantenium? Ja, das ist hier auf jeden Fall ein 6er im Lotto, wenn die Prozente gut sind. Es kann auch genauso sein, dass nur einer von den ganzen Steinen überhaupt was hat. Komm, jetzt scann das Ding doch. Oh, dieser Kack-Scanner, ey. Kann sein, dass es verbuggt ist und es gar nichts ist. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Na, wer hat da recht gehabt, hätte wetten sollen? Hätte, Fahrradkette. So, ich kann's nicht scannen. Ah, doch. Jetzt kam er gerade. Glaube ich.
Will es einfach nicht scannen. Wieso denn nicht? Dann durchschießen, ne? Ich glaube, wir haben ganz großes Kacker. Ich glaube, das ist ein verbuggtes Cluster. Ach nö. Nee, hat mit Warten eigentlich nichts zu tun. Näher ran. Alter, ich kann schon riechen, das Quantenium. Aber ich versuche mal die anderen. Manchmal hilft es auch nochmal wegzufliegen, aber manchmal hast du auch einmal wirklich Pech und das Ding ist verbuggt. Er checkt es aber schon. Also, er erkennt hier, ne? Ihr seht es ja am Scanner, er erkennt das da was. Jetzt geht's. Okay. So. Noch nicht abbauen, bitte. Finger weg, Finger weg. So, der ist gut, 25%. Sehr, sehr schön. So. Komm mal her. Was hast du? Das ist nur ein kleiner Brocken. 2%. Den können wir ignorieren. Ich würde es so gerne markieren. Das wäre so schön, wenn man als Pilot Marker setzen kann. Und dann können die Türme abbauen. 2%. Können wir auch ignorieren. Also wir haben bisher nur einen guten. Das ist schlecht. Wir brauchen drei gute. Oder, naja, drei Stück von der Größe in der Mitte da. Mal gucken. Komm, scan es. Schni, schna, schnappi, 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 schnapp. Oh Mann, ey. Ich will gar nicht wissen, wie der Code aussieht von dem Scanning-System. Das muss aussehen wirklich wie Nudeln. Unfassbar, oder? Scanne mal kurz loslassen. Ich lasse die ganze Zeit los. Ich lasse los. Okay, den kann ich scannen. Machen wir erstmal mit dem weiter. 7000er Masse. Boah, 38%. Das ist, also, das nehmen wir auf jeden Fall hier, das Cluster. Egal wie. Mega geil. So, der hat 3%, das ist Schrott. Alles gut, zwei nebeneinander, wunderbar. Gar nicht, brauchen wir gar nicht meckern. Super Sache. Aber zwei reichen noch nicht so ganz. Code, IBIMS, ein Scanner, Code. Naja, 11% kann man theoretisch auch noch nehmen. Scann doch den Scheißstein, du blöder Kackscanner. 4%, okay. Und dann haben wir noch den einen hier übrig gehabt. Den da. Nee, halt, der war es nicht. Der hier war es. Der wollte nämlich nicht. Also wir haben 11, 38, 25, das reicht. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Boah, scan ist... Das macht mich wirklich fuchsteilweise wild. Das ist wie, wenn ich mir auf dem Tablet oder auf dem Handy irgendwas angucke. Kennt ihr das, wenn man auf den Balkon geht und das WLAN so am Abnippeln ist, weil man halt draußen ist und das 4G oder 5G dann versucht, so reinzufummeln und dann das Video, was du dir gerade angucken wolltest, hört auf einmal auf und lädt und geht nicht weiter, weil es halt an dieser Schwelle ist zwischen WLAN und mobilem Netz. Furchtbar. So fühlt sich das ja auch an. Er wurde schon gescannt. So. Ja, der hat 4%. Hä? Aber wir hatten doch noch einen übrig, oder nicht? Oder war es doch der hier? Nee, der hat 38. Egal. So, also, wir nehmen den rechten, den linken. Jetzt müssen wir mal ganz kurz was machen. Pass mal auf. Wir machen das mal so. Sekunde mal. Ich stelle mich jetzt hier mal ein bisschen hin. Kann ich dem Mr. Sprengler mal kurz das Steuer übergeben? Das wäre super. Weil ich will gerne mal den Leuten im Stream zeigen, wie das jetzt gleich aussieht.
Und da würde ich mir mal ganz fix in den Turm vom Seibot gehen. Seibot, bist du so lieb und lässt mich kurz ran? Ich lasse dich dann gleich abbauen. Ich will es nur mal fix zeigen. Weil ich habe, also nochmal für die, die später reinkommen sind, ich habe jetzt in der Mole dreimal den Lancet Mining Laser, der den grünen Bereich vergrößert. Und jeder Lancet Mining Laser hat nochmal dreimal jeweils das Rieger-Modul drin. Mit weiteren 10% grüner Bereichvergrößerung. So. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Bin sehr gespannt. Also wir massieren jetzt quasi den Stein mit drei wunderbaren Lancet Mining Lasern. Wieso ist denn hier zu? Wieso ist er zu? Ich wusste gar nicht, dass es hier eine Tür gibt. Wie komme ich hier rein? Hä? Wieso ist das scheiß Ding zu? Wir hatten hier eine... mach mal bitte Open Exterior. Christian Roberts hat oder angerufen so. Wegen den Bugs. Anzeige ist raus. Ja, danke für 100 Bits. Reicht das X? Nein, das ist ein Aufkleber. Das ist wie bei Lego. Das ist nur aufgeklebt. Mr. Sprengler, kannst du hier aufmachen? Geht das? Ist offen. Nee, bei mir ist es zu. Ich gehe nochmal rauf. Ja, dann geh du nochmal rein, Seibot. Ich nehme mal einen anderen Laser. Ich gehe mal beim Overburst rein, einfach. Bin mal so frech. Vielleicht geht der. Ist ja egal, in welchen ich gehe. Sind eh alles dieselben. Mit alte Fiege die Tür auf, ja. So. Vielen Dank. Ich glaube, das hier funktioniert. Ja, hier komme ich ins Turret. Okay, das passt schon. So, die anderen Türme gerne besetzen, wenn sie noch nicht besetzt sind. Und wir müssen jetzt gleich auf denselben Stein draufhalten. So, warte mal. Wir müssen mal gucken, welchen wir nehmen. Power on. So, wir nehmen, das ist der 5000er. Hier, rechts. Guck mal, wie winzig der grüne Bereich ist. So. Alle mal den Laser auf den rechten Stein, aber nicht hochdrehen, sondern nur anmachen und draufhalten. Und dann schaut ihr mal auf den grünen Bereich, was ist passiert. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht göttlich? Quantenium mit 38%. So, und jetzt kann im Prinzip, jetzt können wir hochdrehen, ganz entspannt. Ja, ich gehe mal so auf 30%. Guckt mal, dass ihr nicht zu krass hochgeht. Ja, ganz entspannt, ein bisschen hochdrehen. Und wir haben ja drei Laser. Das heißt, wir können den easy ganz gemächlich wegschneiden. Und der grüne Bereich ist so gigantisch, dass da niemand in den Overload reinkommen kann eigentlich. Da muss man schon absichtlich quasi das Ganze machen wollen. Und das Gleiche gilt ja auch dann gleich für die Steine, für die kleinen. Und die sind ja das Hauptproblem. Das geht ja hier noch. Ich bleib mal drin sitzen, dreht mal ruhig die Laser alle hoch. Und ich glaube, der Mr. Sprengler muss noch mal ein kleines bisschen näher ran. Ein kleines Stückchen nach unten fliegen und ein Mühe nach vorne. Dass wir in ein Optimum kommen. Es geht auch so, aber... Genau. Ja, das passt schon so. Nicht die Strahlen kreuzen. So, das ist jetzt hier wirklich, das ist Akupunktur, ja. Das ist Massage, das fühlt sich gut an, der Stein fühlt sich pudelwohl. Der will einfach nur explodieren, weil er sich so gut fühlt. Und vermutlich müssen wir nicht mal runterdrehen, wir können wahrscheinlich anlassen auf Max-Stufe. Weil bis der Balken bei Rot oben ist, ist er wahrscheinlich schon so weit gebrochen, der Stein. Ja, kann man. Aber ich drehe jetzt ein bisschen runter. Dass man halt ein bisschen Puffer immer noch hat nach oben.
und die anderen können mitmachen und dann pegeln wir uns hier mittig ein. Es geht so wunderbar. Ist es nicht großartig? Genau, wir haben alle drei Laser besetzt. So, schön entspannt. Lalalala. Göttlich ist es. So, wir brechen den Dinger auf jetzt und dann gehen wir nochmal alle zu dritt auf den auf einen anderen Brocken, um nochmal zu gucken wegen dem grünen Bereich. So. Das Schiff bewegt sich, bitte Schiff stillhalten. So, habe ich eigentlich hier Licht dran? Ne, ich habe kein Licht. So, müssen wir halt mal sehen, dass wir jetzt hier einen guten hinbekommen. Erstmal fallen lassen. Es muss ein bisschen sprengen, dann muss ein bisschen zurückfliegen. Also einfach ein bisschen rückwärts. So. Jo, passt. So, jetzt nehmen wir mal den Stein hier, den ich gerade im Target habe. Der hat 100% Quantenium. So, ich mache jetzt den Laser wieder an und die anderen auch, bitte auf denselben Brocken. Aber nicht hochdrehen, nur anmachen. So, zwei. Nicht das Schiff bewegen, halt doch still. Ah! So, dritter Laser. Da kann halt wirklich nichts schief gehen. Guck mal. Wie groß einfach dieser grüne Bereich ist. So, und dann kann wirklich einer hochdrehen. Die anderen lassen wir alle. Muss ich gar keine Sorgen machen. Geht wunderbar. Und dann drehst du bis runter. Easy peasy. So, also man kann also entweder das so machen und geht quasi auf Nummer sicher. Oder man minert eben parallel mehrere Steine ab. Egal wie, wir haben dreimal die Riga-Module in jedem Laser drin. Das heißt, auch das reicht ja schon für den großen grünen Bereich. Also je nachdem, wie erfahren man ist. Ne? Und dann wartet man ein bisschen ab. Und dann können auch alle gemeinsam einsammeln. Also das ist jetzt die Safe-Variante. Drei Laser auf denselben Stein, bis man ihn einsammeln kann. Machen wir mal hier doch durch, mal runterdrehen. Total entspannt. Da kann nichts schief gehen. Ist super. So, wieder sind hoch. Und das ist sozusagen, das ist der große Vorteil der Mole. Ja, das ist das große Feature. Man kann natürlich genauso auch sagen, wir nehmen jetzt drei Prospector oder zwei Prospector, kann man auch machen. Und minern zu zweit. Das ist auch eine Art von Multicrew Mining. So, jetzt könnt ihr hier parallel einsammeln. Einfach, wobei, nee, warte mal, wir sammeln es mal lieber noch nicht ein, ne? Lass mal noch lieber. Nicht, dass jetzt hier der Cargo gleich anfängt. Also wir lassen die erstmal liegen, aber theoretisch kann man dann gemeinsam einsammeln. Nein, nicht. Oh, ich glaube, das war jetzt schon zu viel. Oder? Ist schon der Timer? Noch kein Timer da. Nee, ich glaube, ein SCU ist noch kein Problem. Timer läuft noch nicht. So. Was haben wir hier drin? Scanning. Da ist nichts drin. Nee, läuft kein Timer. Siehst du doch. Oder es wird mir nicht angezeigt. Da musst du mal kurz Jettison Cargo machen. Ist nur ein SCU. Lüfte uns mal durch, dass wir wieder runter auf Null sind. Das ist kein Problem. So, 2%. So. Haben wir hier Barrel. Ja, aber ich glaube, das war nur das eine Nugget, ne? Ne, hier ist nochmal Quantenium. Jetzt mache ich mal kurz den hier mal so, nur für mich. Und da seht ihr auch, dass auch, also das reicht vom grünen Bereich auch vollkommen aus eigentlich. Ja, überhaupt kein Problem. Also wie ihr es jetzt gleich abbaut, ist eure Sache. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann einfach so zweit an einen Stein ran. Und wenn ihr sagt, nö, passt, ist groß genug der grüne Bereich, dann macht da halt jeder ein. Das ist vollkommen flexibel. Und wie gesagt, bitte sprengen, du kannst mal auf den Knopf drücken. Mal Cargo, hier Jettison Cargo machen. Das eine ist, Sio, schmeiß mal kurz raus.
So. Aber ich will das Ganze gar nicht abbauen. Ich gehe jetzt wieder hoch an den Pilotensitz. Geht nicht, da muss ich's machen. Und dann kann hier der Overburst wieder rein, oder wer hier vorher drin war. Hier bei SPD tut sich nichts. Ich glaube, man muss das oben im Menü machen. Ich mach's gleich. Da lang. So. Und ihr könnt euch ja im Chat abquatschen oder wie ihr wollt, ne? Wer hier welchen Stein macht. Und wir es gleich. Aber wie gesagt, noch nicht einsammeln, ne? Nur aufbrechen. Alles schön in Nuggets brechen. Und wenn wir alles haben, dann sammeln wir erst gemeinsam ein. So. Jettison Cargo. Volatile. Aber der ist noch nicht. Ist noch nicht gelb. Ich hab da irgendwie Scanning-Interface an. Wo ist denn der Button dafür? Gab's doch hier irgendwo. Light ready. Close exterior. Hatte ich hier keinen Button? Oder war das die, nicht? Ich glaube, die Prospector war das, ne? Oder man kann ihn erst drücken, wenn das leuchtet. Das kann sein, dass man das erst drücken kann, wenn er leuchtet. Egal. Brecht erstmal die Steine auf. Ich weiß nicht, wenn ich mich anders drehen soll, sag Bescheid. Klick mal ein Stückchen runter und ein Stückchen nach hinten. So. Nee, noch nicht rechts, Leute. Macht doch bitte erstmal den wir gerade aufgebrochen haben. Da ist noch ganz viel. Das ist der falsche Stein. Ja, genau, der Knopf geht erst, wenn es leuchtet. Das wird sein. Ich drücke dann einfach drauf. Das ist kein Problem. Genau, einfach mal schön. Und seid wirklich vorsichtig, ne? Schön entspannt, nicht zu hektisch und einfach ein bisschen abbauen. Beziehungsweise abtragen und liegen lassen. Und sobald wir dann alle aufgebrochen haben, also wir brechen jetzt noch den auf, dann da links den da und dann auch eine von den beiden, also der mit 11%, ich weiß nicht mehr, ich glaube der war es da hinten. Und dann passt das. So, machen alle was? Jo, genau, das sieht gut aus. Und das Schöne ist ja, um die Boni von einem Mining Laser zu bekommen, reicht es, wenn der mit 0% Laser Power aktiv drauf ist. Das heißt, so wie es jetzt hier auch gerade aussieht, der vordere Turm, also der rechte quasi, der ist ja quasi gar nicht an, also der leuchtet ja nur ganz, ganz schwach. Aber er gibt halt den Bonus auf den Stein. Und der andere Turm, der kann mit dem Mausrad entsprechend hoch und runter drehen, wie er will. Und kann das vernünftig einregeln. Das ist sehr, sehr cool gelöst, sodass man halt sich nicht zu sehr in die Quere kommt. Weil es ist manchmal gefährlich, wenn mehrere Leute gewisse Einstellungen vorgenommen haben. Und dann knallt einem das Ding um die Ohren. Das kann im schlimmsten Fall immer passieren. Ja. Deswegen sage ich immer schön vorsichtig und entspannt machen. Und wenn ich mich irgendwie anders drehen soll, dann sagt es einfach. Auflösung, ich spiele auf 1440p. Ne, nativ, genau, ganz normal, nativ. Klingt immer so gefährlich hier. So. Das einzige Doofe ist, man kann leider als Pilot nichts sehen. Also man kann, ja gut, den Vortal Cargo kann man sehen, aber sonst ist da nichts. Ne? Das ist ein bisschen doof gelöst, also man weiß überhaupt nicht, wie die Mining-Leute vorankommen. Man muss sie halt fragen, aber es gibt halt kein Interface, was einem das irgendwie darstellt. Wir nehmen meistens einen Helix mit, dann ist der grüne Bereich zwar etwas kleiner, aber der grüne Bereich ist wesentlich schneller voll. Alternativ einmal Stampede rein. Ja, braun aber eigentlich alles nicht, glaube ich. Das Problem beim Helix ist, dass du ihn halt eigentlich gar nicht brauchst, tatsächlich. Weil du nimmst einen Helix nur wegen der starken Laserpower, aber der hat zu viele Kosten. Also das kostet quasi zu viel. Das ist ein bisschen das Problem. Der Turm rechts macht es irgendwie nicht. Bitte den Stein, wo wir gerade abbauen.
nicht den Einzelnen da probieren, das bringt nichts. Ja, bitte mit den anderen zusammenspielen. Das ist halt so ein bisschen Koordination. Muss ein bisschen gucken, dass man einfach den anderen hilft. Deswegen ist auch gut, dass der... Oh, da ist was explodiert. Jedenfalls sah es so aus. Ihr müsst es ordentlich machen, Leute. Ich glaube jedenfalls, dass es explodiert ist, aber vielleicht sah es auch nur so aus. Wirklich entspannt, langsam hochdrehen, immer dran denken, dass die anderen ja auch dran rumdrehen an ihrem Rädchen. Ja. Das ist allerdings auch wiederum das Gute bei diesen Lancet-Lasern, dass die gar nicht so viel Power haben und da eigentlich kaum was explodieren kann. Also das ist sehr schwer in den roten Bereich zu kommen mit Lancet. Schon fertig alles? Okay. Ich drehe mich mal zum Stand hin, dass ihr das besser machen könnt gleich. Nämlich langsam. Das Ding war fix. Das muss hier ein bisschen runterfallen, das ganze Geröll. Muss halt ein bisschen sich darauf verlassen, dass alle wissen, wie das funktioniert mit dem grünen Bereich. Aber ich denke mal, das passt schon. Das wäre beim nächsten Mining sinnvoll, die Mitspieler im Discord-Sprachchannel miteinander abstimmen lassen. Ja, klar, kann man auch machen, aber machen wir ja eigentlich nie. Es geht auch so. Ja, jeder hat ja sein Interface vor sich. Ah. Jetzt habe ich mal gejettisoned. Ah, läuft. Sehr gut. Jo. Jetzt haben wir alles Interface vor sich und der grüne Bereich ist gigantisch groß. Ja? Da braucht man sich eigentlich gar nicht absprechen. Da sehe ich, aha, der grüne Bereich wird jetzt erreicht. Dann drehe ich mal so langsam runter und gucke, dass ich halt möglichst mich mittig halte. Und dann ist gut. Also das ist ja wirklich kein Problem. Aber klar, man kann auch mit Voice Chat, das könnt ihr alles machen. Ich halte mich da immer ein bisschen zurück, weil das Problem ist, ich weiß A nicht, wie die Mikrofonqualität der Leute ist, die mitspielen. Und das ist ja ein Livestream und niemand will dann irgendwie so ein gekraxeltes Audio haben im schlimmsten Falle. Vielleicht haben die auch hier fantastische Mikros, ich weiß es halt nicht, ne? Das ist das eine. Das zweite ist, man weiß halt nie, was Leute sagen in einem Voice-Chat und ich hafte für alles, was in meinem Stream gesagt wird. Da bin ich immer ganz, ganz vorsichtig. Na, wenn da irgendwer, ich meine, das wird keiner machen, ne? Aber potenziell, wenn jetzt irgendwer irgendwas sagt, was gegen die Twitch-Richtlinie verstößt, dann hafte ich dafür. Ja. Ist ja gerade wieder explodiert, der Stein? Kann das sein? Ich hoffe nicht. So, ich drehe ich mal in die Richtung. Nee, aber sieht noch gut aus. Sieht immer von außen so aus, als würde das alles einem um die Ohren fliegen. Ja klar, die Leute können doch alles nutzen, unabhängig von mir. Also die Leute, die mitspielen, können Discord nutzen, die können Teamspeak nutzen, die können den Ingame-Voice-Chat nutzen, das ist alles, das kontrolliere ich ja nicht. Also das soll jeder machen, wie er es für richtig hält. Und auch chatten, das ist jedem selbst überlassen. Wenn ich ja anfange, jedem noch vorzuschreiben, wie er sich unterhalten soll, dann wird es ja schwierig werden. Das kann man dann, sowas kann man eher mal machen mit einem Orga-Stream, wenn man dann die Leute, die man kennt, einlädt und so und jetzt nicht mit Randoms das macht, quasi. Also, ne, nichts für ungut, ihr wisst, wie ich das meine. Hatte ich einen Olli Knolli oder Konolli. So, während die Leute hier abbauen, nutze ich die Gunst der Stunde, denn das sieht man hier nach einiger Abbauarbeit aus und werde mal ganz fix aufs Klöchen springen. Mache ich mal dabei die Musik ein bisschen lauter. Bin gleich wieder zurück. Bis gleich. I used to play a little ping pong. I gotta tell you, it was just for fun.
So, und da bin ich auch wieder zurück. Ich bin leiser. Zack. Und läuft gut. Gut aus, ne? Kannst das leider nicht beobachten. Müsste eigentlich sich irgendwie den Bildschirm, also das Interface von den Mining-Lasern hier oben drauf legen können. Das wäre cool. Hier ein, da ein und da ein. Dass man sieht, was die Leute machen. Das wäre optimal. Das wäre richtig geil. Das fehlt halt auch noch bei der Mole. Man kann es nur mit der Augenscheinprüfung immer ein bisschen kontrollieren. Und vom Hören quasi. Ich hätte einen 10er Quant-Cluster für dich im Hellen. Ah, das ist cool. Können wir danach hinfliegen, wenn du magst. Wenn du dort warten willst. Kannst du leider nicht markieren. Wie du magst, musst dich warten. Soll ich noch näher ranfliegen vielleicht? Mal ganz langsam, ein bisschen näher. Sieht sehr brutzelig aus, aber ihr macht das schon. Sind sogar einfach nette Steine drin. Ah, okay. Bin ich ja gespannt drauf. Ein 10er Cluster. Das ist ja noch besser als das hier. Aber man muss ja nicht übertreiben. Es reicht ja aus, die Mole voll zu kriegen. So, schreibt mir einfach, wenn ich zum nächsten Stein mich drehen soll. Ihr seht das ja besser als ich. Also das Ziel ist jetzt erstmal, dass alle Quantenium-Bestandteile lila sind. Und alle Nicht-Quantenium-Bestandteile können wir ja sowieso ignorieren, ne? So. Oder generell, wenn da ist, irgendwas ist mit 2% Quantenium, ignorieren. Das brauchen wir nicht, ne? Nur die Großen quasi. Kann das Essen und Trinken wieder aktiviert wurde? Das war mal irgendwann deaktiviert oder verbuggt oder irgendwas war mal. Das ist aber schon längst behoben. Ja, ja. Das ist schon lange wieder aktiv. Mit 3.17 ist es dann auch persistent. Das heißt, du wirst, wenn du dich ausloggst, nicht mehr beim Wiedereinloggen wieder alles quasi voll gefüllt haben, sondern du wirst mit dem Status dich einloggen, wie du dich ausgeloggt hast. Ich hab eh nichts besser zu tun. Ich schaue gerade einen Stream von so einem Knebel-TV. So ein ist 10 Loop. Sehr schön. So. Aber sieht doch ganz geil aus, wenn ihr so minert. So eine Mole ist schon echt ein schickes Schiffchen. Sieht aus wie so ein Sandstrahler. Auch schön. Und das Licht, muss man sagen, bei der Mole ist auch ganz okay, ne? Also es reicht fürs Mining, es könnte heller sein, aber das war auch mal irgendwann heller oder größer jedenfalls. Also der Lichtkicke war besser. Aber naja. Wer hat eigentlich die Strichliste mit den Knebeltoten? Niemand, sowas gibt es hier gar nicht. Den Arbeitssound innen. Ja, die Laser halt, ne? Auf jeden Fall schon schön aufgeteilt hier. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Man müsste eigentlich noch die Türme quasi mit dem Gyromodus versehen. Dass ich mich mit dem Schiff in einem gewissen Rahmen zumindest frei bewegen kann und frei drehen kann und die Türme dabei aber ihre Positionen, die sie aktuell haben, beibehalten. Das wäre toll. Das würde auch nochmal einiges erleichtern, weil da könnte ich nämlich hier scannen und mich dabei in die Richtung drehen. Na gut, ich kann es natürlich, theoretisch kann ich es machen. Mit dem Freelook kann ich es machen. Aber ich glaube, das ist so richtig geil ist es nicht, ne? Oder? Ah, wobei, doch geht. Ja, es blendet sich immer wieder aus. Scan ist. Scheiß Scanner. Da steht eigentlich oben links, das ist so klein, das kann ich nicht lesen. Oben links? Argomole, oder was meinst du? Ah, jetzt hat es gescannt.
Ja, die Türme brauchen auf jeden Fall auch ihre eigenen Scheinwerfer, definitiv. Naja, es braucht noch viel, Freunde. Es braucht noch ganz viel in Star Citizen. Der Scanner ist so scheiße. Nee, kannst du vergessen, den Scanner. Ich meine, das Spenden... Ach so, du meinst, das Spenden, das hier oben, das kann man nicht lesen? Klar. Was ist denn für ein Bildschirm? Ja gut, vielleicht guckst du auf dem Handy. Mal. Boah, klar, kann man super lesen. Ich wollte es halt nicht über den ganzen Bildschirm ziehen. Ja, okay, auf dem Handy, siehste? Ja gut. Da kann ich es aber nicht ändern. Also, damit du das auf dem Handy lesen kannst, müsste ich es über den ganzen Bildschirm ziehen. Das tut mir leid. Das ist für die Ukraine. Das ist das Together da, ist quasi für Content Creator insgesamt. Die sammeln quasi Spenden. Und da sind jetzt insgesamt, wir sind zusammen 867.000 Euro zusammengekommen. Könnt ihr gerne euch beteiligen, wenn ihr möchtet. Und da steht, glaube ich, warte, ich gehe mal mit der Maus dahin. Hier steht das Kommando, Ausrufezeichen Spende. Da kriegt ihr einen Link zugeschickt per PN hier auf Twitch. Ne? Und dann könnt ihr da draufklicken und spenden, was auch immer ihr möchtet. Ne? Ganz wie ihr mögt. Und das wird quasi gesammelt und wird dann an diverse Hilfsorganisationen von Deutschland verteilt. Also Deutsches Rotes Kreuz, Caritas und Pipapo. Könnt ihr alles nachlesen. Wie gesagt, ne? Das ist jeder, wie er mag, dass wir hier auch unseren Beitrag leisten, so ein bisschen. Ja. Hatte überlegt, wie man es am besten macht, und ich fand die Variante am sinnvollsten, weil das halt so ein Pool ist, der da quasi gebaut wird und wo auch immer neue Aktionen rein, also neue Hilfsorganisationen reinkommen. Dankeschön, Psyger0815 für 7 Monate mit Prime und Dankeschön, Berror83 für 4 Monate mit Prime. Vielen Dank. Und Dankeschön, Snipergen. Danke für 5 verschenkte Abos an den Royal Phoenix, an den Reno.ch, Lili Lizzy, Slumbral und Tom Heptagon. Vielen Dank. Der Sniper-Agent. Der Gute. Was hochfliegen? Mach ich mal so ein bisschen. Na, so, passt es? Kommt ihr klar? Wir müssen noch einen weiteren Stein dann sprengen, aber macht erstmal die kleinen, die noch klein zu machen sind, und dann sagt er mir einfach Bescheid. Ja, nee, genau. Deswegen habe ich das ja so eingerichtet. Das läuft schon die ganze Zeit. Das wurde auch verlängert, diese Spendengeschichte. Und ja, naja. Ich habe auch was beigetragen. Ich stehe natürlich nicht in der Liste, weil 20.000 Euro habe ich nicht übrig, leider. Wenn ich sie übrig hätte, hätte ich sie gespendet. Aber muss man ja auch nicht. So, kann jeder spenden, was er mag. Ich hatte 250 hatte ich da reingepackt in den Topf vor einer Woche oder so. Also als ich das Ganze eingerichtet habe. Dankeschön, Dax the Ripper, für 5 verschenkte Abos an den Sleeping Pinguins, Scumbiggy, Johnny Pound, Dragon Ball und an den Skfletter. Vielen Dank. Dankeschön. Hype. Ich hab wohl der Hype Train. Der Rest ist fertig. Okay, dann drehe ich mich mal. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was der richtige Stein ist. Was der? Wir brauchen den mit 11%. Ne, der war es nicht. Dann war es, glaube ich, der da, ne? Was bringt der Hype Train genau? Kannst du gerne mitmachen, wenn du magst. Der bringt einfach ein bisschen ein paar extra Emotes und ist dazu da, um mich, meinen Channel und so weiter, was ich so mache, zu supporten. Könnt da Bits reinschmeißen und da mitmachen, wenn ihr mögt, oder Abos verschenken oder einfach normal subscriben. Geht alles. Das zählt da alles mit rein. Ist ein Gag. Ist ein nettes, kleines Gag-Feature. Wie gesagt, bringt euch halt einfach ein paar Emotes for free. So, ne? Ich kann den Shiny scannen. Könnt ihr mal kurz gucken, bitte, was hier der 11% oder 10, irgendwas waren das? Irgendwer baut hier noch irgendwas ab, ne? Ist das der richtige Stein? Der ist es? Okay, gut. Dann drehe ich mich ordentlich hin. So, geradezu. So, zack. Auch nah genug dran, glaube ich. Der ist eh ein bisschen kleiner. Ah, sieht cool aus.
Schön mit Lasern drauf. Hallöchen, King Krümel. Deswegen hatte ich auch geschrieben, wenn er Lust hat, wäre cool gewesen, ist auch noch in gewisser Weise wegen der Ukraine, aber er weiß aber schön überhaupt, wer die Nachricht bei den vielen Nachrichten gelesen hat. Was hast du geschrieben? Black Ghost? Ich lese immer alle, also fast immer alle Nachrichten. Achso, da. Hast du Lust, die versteckte Nachricht in meinem Bild für den CRG St. Patrick's Day Contest zu erstellen, zu erraten? Ist das letzte Bild im Discord unter Screenshots? Versteckte Nachricht in meinem Bild. Kann ich mal kurz nebenbei gucken, warte mal eben. Als Screenshots wahrscheinlich, ne? Das Eurofighter One oder von wem ist es? Er meint den Sneak Peek. Nee, er meint nicht den Sneak Peek, er meint irgendeinen Screenshot, ne? Da sehe ich jetzt zwei Leute, die da gerade trinken. Versteckte Nachricht, sehe ich da nicht. Oder ich komme nicht ganz mit. So, zack. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen zurückfliegen jetzt. Rankommt. Ja, so müsste es aber eigentlich passen, ne? Die Rüstungsfarben. Ach so, blau, blau-gelb. Ah, okay. Nee, hätte ich nicht gecheckt. Wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gecheckt. Tut mir leid. Hätte ich es vielleicht ganz, ganz lang angucken müssen. Aber schönes Bild. Das ist die Constellation Phoenix, ne? Ja. Ich kann es mal kurz hier einblenden, dass ihr auch wisst, wovon ich hier rede. Blip, da. Ja, gelb-blau. Hätte ich es nicht gesehen. Das ist zu subtil dann für mich. Ich bräuchte das offensichtlich, ja. Aber gut. Schönes Bild. Ist sogar noch eine zweite Nachricht drin. CRG, mach mal den Sessel näher an den Tisch ran. Ja, die machen das oft, ne? Dass sie das Zeug so weit auseinanderstellen, wie bei der 890 Jump oder bei der 600i. Ist auch so geil. Da musst du quasi erstmal einen Marathon laufen, dass du an dein Glas kommst, was auf dem Tisch steht. So. Das ist wegen Corona. Ah, schön. Sehr gut. Abstandsregeln auch in der 890 Jump. Läuft. Was leuchtet denn da hinten eigentlich? Ist das noch ein Stein, der noch glüht? Ja. Tja, sieht so aus. Ja, guckt einfach mal, wie das Zeug hier sich gesprengt hat. Vorne ist auf jeden Fall noch einiges drin, glaube ich. Das kann ich ja mal kurz nachchecken hier. Wenn er mich scannen lässt zumindest. 3%, ne, ist nicht viel drin. Da ist 26% Quantenium drin geradezu. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool. Und da. Nur Quarz. 3%. Ja, das. So 3% Quantenium könnt ihr wirklich liegen lassen. Aber so 20, 26 da hinten, der eine, der ein bisschen nach außen spießt, das ist schon ganz nett. Ja, das Bett in der 600 ist auf jeden Fall der Hammer. Das ist das einzige Dreierbett im Spiel. Für drei Personen.
Oder für eine Person mit drei Köpfen. Kann es ja auch geben, man weiß es nicht. Wumps. Was ist denn ein Dreierbett? Na, ein Bett für drei Personen. Oder wie man das vielleicht moderner ausdrückt, das ist ein Ehe-Plus-Bett. Ne? Also Ehe-Plus. Warum auch nicht? Ob die Anzüge der russischen Kosmonauten, die heute auf der ISS angekommen sind, auch ein Zeichen sein sollte. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Astronauten oder Kosmonauten sich da möglichst wenig mit beschäftigen. Ich glaube, die sind dafür viel zu schlau. Das sind ja auch, ne? Also, ich denke, die wollen einfach ihren Job ordentlich machen und die ISS ordentlich pflegen, dass wir die noch ein paar Jahre haben. Und dass man damit auch sinnvolle Dinge tut. Denn da ist ein Haufen Geld drin, Geld der Bürger in dieser Raumstation. Und die macht schon tolle Sachen. Ja, da sind viele coole Sachen mit herausgefunden worden oder bestätigt worden. Und ich glaube, die haben eher ein wissenschaftliches Interesse da als irgendwelche symbolischen Dinge. Hoffe ich jedenfalls. Wurden weit vor Kriegsbeginn gefertigt. Das weiß ich, ja, wenn du sagst. Kann gut sein, macht ja auch Sinn. Das ist eh so eine Sache, diese Raumanzüge, die Astronauten oder Kosmonauten nutzen, die sind ja nicht irgendwie von einer Stange, sondern die sind ja teilweise wirklich angepasst an die Personen. Die sind angepasst an den Sitz, wo die dann rein sollen. Das ist nicht so wie ein Star Citizen, so ein Undersuit, der jedem passt, sondern das ist wirklich sehr individuell gefertigt. Ja, das sind quasi alles Unikate. Hat es auch mal gebracht, dass zum Beispiel, man könnte jetzt auch nicht mal sagen, dass der Astronaut, der jetzt oben ist, dass der jetzt den Anzug von einem anderen anzieht und dann in die Landungskapsel einsteigt, das geht gar nicht. Der muss in seinen Anzug rein. So wie er hochgekommen ist, muss er wieder runterkommen. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. So, und? Das müsste letzter gewesen sein, ne? Ihr könnt ja, wenn ihr nichts mehr findet sonst, dann einfach jetzt anfangen abzubauen. Bitte, nehmt erstmal nur 100% Nuggets. Oder ich sag mal mindestens 80%. Nur was über 80% ist. Alles andere erstmal lassen. Und wenn wir alles haben von diesen 80% plus Dingern, dann sagt ihr mir Bescheid, ob noch Platz ist. Und dann nehmen wir noch den Rest. Ne? Dass wir erstmal wirklich die großen Brocken einsaugen können. Dankeschön Power Pro Logic für 7 Monate auf Stufe 1. Und hallöchen Elfwin. Kosmonauten sind in weißen Anzügen gestartet. Die gelben waren sozusagen die Stationskleidung. Die Wahl der Farben obliegt den Kosmonauten. Ja. SpaceX hat immer noch die geilsten Raumanzüge. Ich weiß gar nicht, was die für welche haben. Aber schon mal gesagt, ich hoffe, dass man in einigen Jahren, das ist natürlich nur Wunschdenken, ich weiß, aber ich hoffe es trotzdem, dass man in einigen Jahren im Real Life sozusagen mal Raumschiffe sozusagen erfindet, ja, die wirklich funktionieren, dass man von diesen Raketen mal wegkommt. Ich finde das so furchtbar. Ich meine, SpaceX hat ja schon einen guten Start hingelegt mit selbst landenden Raketen. Das ist ja schon mal was. Aber ich wünsche mir, dass wir aufhören könnten, immer mit solchen riesigen Raketen, die zu 80% aus Treibstoff bestehen, uns hochzuballern. Es wäre so viel cooler, wenn man, naja, mal was Effizienteres erfindet. Keine Ahnung, ein Fusionstriebwerk oder was auch immer. Dass man einfach mit viel, viel kleineren Raumschiffen
ins All kann und auch wieder zurück. Ne? Also so ein richtiger Sprung nach vorne, das würde ich mit mir mal wünschen. Ne, weil immer noch mit Raketen ist so ein bisschen doof irgendwie. Ja. Das ist auch generell so das Problem, deswegen ist auch die Raumfahrt so mega teuer, weil man halt unfassbar viel Treibstoff mit sich tragen muss. Leute, bitte einsammeln. Wir haben nicht ewig Zeit. Das muss es schnell gehen. Ihr müsst jetzt schnell auf die Brocken und einsammeln. Wir haben nämlich noch zwei Brocken da hinten, zwei große. Ich kann mich auch ein bisschen mittiger stellen, dass ihr überall rankommt. Genau, da bräuchte man neue Triebwerke, ne? Man bräuchte halt neue Energiequelle, ne? So, noch ein Stückchen. Da vorne hat noch keiner abgelasert, da waren aber 26% eigentlich. Naja, egal. Ihr macht das schon. Vielleicht schaffen sie es ja mal mit der Fusionsenergie. Irgendwie macht keiner was. Oder haben wir einen Desync? Go, 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 go. Einsammeln. Oder sagt mir, wenn es an irgendwas hapert, dann muss ich mich anders drehen. Macht nur einer was hier. Ich drehe mich nochmal ein bisschen anders. Ja, besser? Wenigstens konnten sie einen Warp-Antrieb nachweisen. Das stimmt. Warp-Antrieb ist ja tatsächlich, nachgewiesen, ist vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Zumindest sie konnten mit Berechnungen zeigen, dass das realistisch, mit realistischen Energiemengen machbar ist. Ne? Das ist ja schon mal was. So, ich bitte nochmal darum, dass ihr mir Bescheid sagt. Warum macht denn keiner was? Hier muss doch alles voll sein mit Contenium. Schreibt mir in den Chat, wenn ihr irgendwas braucht. Ich kann es nicht riechen. Ah, okay. Jetzt machen wir hier was. Einfach kurz reintippen bei mir in den Stream-Chat. Also nicht in den Ingame-Chat, den sehe ich ja nicht. Na, einfach in den Stream-Chat reinschreiben. Wenn ich mich drehen soll oder näher ran muss oder irgendwas in der Richtung. Sie haben es geschafft, eine Warpblase zu bilden. War zwar Zufall und mega winzig, aber es wurde gemacht. Ja, eben, genau. Also deswegen ist es halt noch nicht ganz raus, wie man das um ein Raumschiff drum bauen kann und dass die auch bleibt, aber irgendwann wird es gelingen. Ja. Ich persönlich, das ist natürlich auch nur Wunschdenken immer gewesen, aber ich persönlich habe immer gesagt, es wäre völlig albern. Also ich habe früher häufig so Wissenschaftssachen mir angeguckt, auch Harald Lesch und Co., die immer behauptet haben, Lichtgeschwindigkeit ist das Schnellste und es wird niemals schneller gehen und so. Wo ich mir gedacht habe, das glaube ich nicht, weil das wäre schon ziemlich albern. Denn das würde ja, also wenn das so wäre, dass Lichtgeschwindigkeit das Schnellste wäre, was man erreichen kann, dann würden wir niemals sozusagen raus ins All kommen so richtig. Ja. Wenn man mal bedenkt, dass alleine unsere Galaxie 100.000 Lichtjahre Durchmesser hat, wird das also heißen, selbst wenn man Lichtgeschwindigkeit erreicht, braucht man 100.000 Jahre, um nur unsere Galaxie zu durchqueren. Also völlig Quatsch. Da muss es noch irgendwas Cooleres geben. Das war immer die Hoffnung und die gibt es ja offensichtlich. Aber halt noch nicht in dem Sinn, dass man jetzt wirklich das nutzen kann. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Aber irgendwann wird es bestimmt gehen. Das stimmt nicht ganz, Kula. Die Wissenschaft schafft keine Fakten, sondern sie schafft nur Beweise für ihre Theorien. Das ist ein großer Unterschied. Ja? Das ist kein Fakt, dass Lichtgeschwindigkeit das Schnellste ist. Das ist nur eine sehr gut belegte Theorie bisher. Das ist, ne? Einstein Rosenbrücke Stargate. Oh ja. Das wäre auch cool. Schön Sterntore bauen, durchlaufen, zack. Ist ja auch mathematisch möglich. Irgendwann geht's vielleicht. Irgendwann bauen wir mal sowas.
Es ist unmöglich für ein Objekt mit Masse Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, da das Objekt dafür unendlich viel Energie brauchen würde. Photonen gelingt das nur, weil die masselos sind. Genau, richtig. Leute, was macht ihr? Wir müssen einsammeln, nicht abbauen. Das dauert jetzt zu lange, es abbauen. Also richtig klappt das hier nicht. Wir müssen das nächste Mal uns da irgendwie besser absprechen, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Woran hapert denn? Schreibt doch mal was in den Chat, bitte. Guck immer rein, es schreibt keiner was. Was ist das Problem? Einfach einsammeln. Oder muss ich näher ran, muss ich mich drehen? Schreibt doch bitte mal was. Stargate war keine Sci-Fi-Serie, sondern eine Doku. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Nur 10%iges. Ja, wie voll ist der Frachtraum? Ich brauch mal Infos. Schreibt bitte was. Weil das sehe ich ja alle. Ich kann es ja nicht sehen, wisst ihr? Das ist das Problem. Ich bin auch darauf angewiesen, dass ihr mir jetzt Informationen liefert. Jetzt ist euer Turn quasi, was zu sagen. Muss schon klappen. Langsam habe ich Angst hier drin und BTW, habt ihr mal ein Bild gescheckt wegen den SpaceX-Anzügen? Ich habe auch ein bisschen Angst. Danke für 100 Bits. Gucken wir gleich rein. Ich will jetzt erstmal, dass ihr mal jetzt mal ein bisschen konzentriert ist, mal kurz was machen. Bitte schreibt mir doch mal jemand, wie voll der Frachtraum jetzt ist. Kann das nicht mal. Wir haben 4 Leute im Schiff. Wird doch einer mir das schreiben können. Meint es nicht böse, aber schreibt es doch einfach rein. Das seht ihr doch in eurem Interface. Und dann einfach abbauen. Abbauen, 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 bis das Ding voll ist mit Containium. Es liegt genügend rum, wenn ihr es nicht gesprengt habt. 63 SCU. Ja, war es jetzt leer oder haben wir schon? Dann hätten wir jetzt 2/3 voll. Ich lese doch spezifisch. Aber es schreibt nur einer von den 4 Leuten. Haben wir. Okay, bisschen nach vorne. Ah, mach ich. So. Lalalalalala. Oben rechts wurde auch nichts abgebaut. Ich glaube auch, ne? Also da rechts auf dem Hügel, da hat doch keiner was abgebaut. Sieht jedenfalls so aus. Ich drehe mich jetzt nochmal so mittig hin. Dann könnt ihr links und rechts nochmal einsammeln jetzt. Go, go, go. So. Der Turm rechts macht gar nichts, der mittlere auch nicht. Oder wir haben Desync. Ich weiß nicht, was los ist. Können passive Module einfach verschwinden? Nur wenn das Schiff explodiert oder so. Ansonsten eigentlich nicht, aber es ist ja Star Citizen. Hat wohl knapp. Ja, eigentlich noch nicht. Doch, es ist ja nicht mal gelb. Wie sieht's aus? Wie viel Prozent sind wir voll? Liegt doch noch ganz viel rum. Oh, hier liegt noch ganz viel Zeug rum. Dann nehmt das alles mit noch, wo Quantenium drin ist. Guck mal hier, Quantenium. 52% da. Geradezu. Müsst schon gucken. Wobei, das ist vielleicht noch einer, den man nochmal knacken muss. Dann hättet ihr den vorher knacken müssen, ne?
Also ihr seht, es gibt auch große Nachteile beim Mole Mining. Der Pilot ist immer der Gearschte. Der sieht nichts, der weiß nichts. Muss immer hoffen, dass die Leute ihm dann Bescheid sagen. Hat CRG nicht gut gemacht. Naja. So, schreibt wieder keiner was. Will ja nicht böse sein, aber... Dankeschön, King Krübel, für... Nee, Quatsch, gar nicht mal. Der Gunner war das. Danke für 8 Monate auf Stufe 1. Wupp. Leute in Discord... Hat damit Discord nichts zu tun. Die können auch schreiben, Leute. So schwer ist das nicht. Rechts kommt an keinen Stein ran, der noch brauchbar ist. Okay. Ja, also, ich fliege es halt weg, ne? Weil sonst knallt uns das Ding hier um die Ohren. Mal gucken, was die Leute jetzt hier gemacht haben. Aber da müssen wir, also, ne? Das sollte schon möglich sein, ein bisschen zu kommunizieren. Nicht nur, dass einer für alle schreibt. Dass halt jeder seinen Kram schreibt. Das wäre schon nett. Weil ihr macht es damit mir extrem schwer und euch selber auch. Das ist halt unnötig. Und wie gesagt, hat mit Discord oder so überhaupt nichts zu tun. 0,0. Es geht einfach nur darum zu schreiben, flieg weiter vor oder was weiß ich, kann nicht scannen. Einfach das, was man sagt, eben einfach fix reinzuschreiben. Ne? Das ist ja möglich. So, ich hoffe, das schaffen wir noch. Nur, was? Nur 60 SCU Contenium? Ach du Scheiße. Eieieiei, na gut. Also das war mal ein richtiger Reinfall. An der Stelle. Ja, manchmal liegen die übereinander, das stimmt. Dann musst du ihn wegsprengen einfach. Du kannst ja den Stein trotzdem wegsprengen. Das ist ja kein Problem. Na gucken, wie viel wir jetzt dann da rausgezogen haben, ob wir überhaupt ankommen. So, wir haben einen schönen Quantum Drive. Kein Problem. Da muss ich mir irgendwas überlegen mit der Koordination, aber eigentlich, normalerweise, wir haben das ja schon mal gemacht. Normalerweise reicht es einfach ein bisschen schreiben dann, und dann passt das schon. So schwierig ist es ja eigentlich nicht. Außer es backt halt irgendwas rum, aber... Rennen dann vorne, holen einen Aufzug. Jo, das ist eine gute Idee. Stimmt, wir dürfen uns erstmal hier wieder Landerlaubnis holen. Geil. Ansonsten müssen wir beim nächsten Mal einfach dann Zwangs-Voice-Chat machen, aber das mag ich eigentlich nicht. Nee, ich drück nicht auf das gelbe Licht, auf keinen Fall. Dankeschön, Taun, für den 7. Monat auf Stufe 1. Vielen Dank. So. Na komm schon, lass mich landen. Stress. Mann, du siehst doch keine Zeit als Pilot, ne? Unfassbar. So, naja. Hat eben Vor- und Nachteile. Das Beste ist halt wirklich, eigentlich muss man sagen, das Beste ist wirklich mit 3 Prospector zu fliegen. Da hat jeder die volle Kontrolle über alles, sieht alles, kann alles machen. Aber da müssen eben auch alle eine Prospector haben, ne? So. Dann beim nächsten Mal einfach mal mit 3 Prospector. Kann man ja auch machen. So, zack, zack, zack. Schnell raus. Landing complete. Have a pleasant stay.
Das ist der. Jo. Nur nicht hetzen lassen. Drei Prospector zu nehmen hat noch einen anderen Vorteil. Man kann zu dritt nach Cluster-Suche gehen, also auf Cluster-Suche gehen. Ne? Das ist auch ganz geil. Also findest quasi mit der dreifachen Wahrscheinlichkeit ein Cluster, weil du halt in verschiedene Richtungen fliegst. Und dann müssen halt alle dahin kommen, aber das ist ja auch relativ schnell gemacht, gerade auf dem Mond. Man kann sich ja sogar anjumpen. Wieso ist meine Argomol gerade explodiert? Es war nicht wegen Quantenium, da hat irgendwer drauf rumgeballert. Wieso das denn? Hä? Alter. Irgendwer hat jetzt Crimested gehabt. Euer Ernst? Irgendwer hatte gerade echt Crimested und deswegen hat die Station das Schiff weggeballert. Oder irgendwer hat sich mit Crimested hinter mein Schiff... Nee, Stream-Sniper, oder? Ich weiß es nicht genau. Ich hab's nicht gesehen. Crimested? Oder war es jetzt ein Stream-Sniper? Der quasi da drauf geballert hat. Muss ein anderes Schiff gewesen sein. Ja, einlagern bringt gar nichts. Schiff ist weg. Schiff ist weg, Ware ist weg. Argomol ist, genau, destroyed. Das ist natürlich geil. Jo. Schade. Dann herzlichen Dank an den Stream-Sniper. Werden mal gucken, dass wir denjenigen herausfinden und dann entsprechend bei CRG melden. Wenn es ein Stream-Sniper war, ich habe es nicht genau gesehen, aber das gucke ich mir nochmal im Detail danach im Stream in Ruhe an. Ist kein Problem. Das kriege ich auf jeden Fall raus. Es war auf jeden Fall nicht das Quantenium. War auf jeden Fall nicht das Quantenium. So. Wenn ein Spieler Schaden durch das Schiff nimmt, wird das Schiff rot. Keine Ahnung. Wie gesagt, guck ich mir nochmal an, was das genau war. Kann ich jetzt hier, will ich jetzt auch nicht, kein Ratespiel spielen. Machen wir einfach was anderes. Wir sind ja ein paar Leute. Machen wir was anderes. Schade. Aber nicht so schlimm. Warte mal, was habe ich denn hier im Angebot? Wir gehen ein bisschen ballern. Mit der Hammerhead. Die muss ich aber erst claimen, ne? Nee, das dauert zu lange. Mist! Scheiß Claim-Zeiten. Vielleicht war es auch ein Bug. Wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen. Gucke ich mir dann nochmal im Detail nachher an. So. Ja, 60 SCU, das wären also eine halbe Million Alpha UEC gewesen, ungefähr. Ne? Roundabout eine halbe Million. Wäre jetzt auch nicht so viel gewesen, wie erhofft. Andererseits ist es trotzdem nicht schlecht gewesen, ne? Grundsätzlich. Ja. Was mache ich jetzt am besten? Ich brauche ein Schiff hier. Warte, schon erwarten ist doof. Hat die Vorhersager zurückzahlen lassen, da es so nicht fair gewesen wäre. Auf jeden Fall, genau. Richtige Entscheidung. Redeemer. Wie viel sind wir denn? Wir sind 1, 2, 3, 4. Können wir auch die Redeemer nehmen, oder? Komm, wir nehmen die Redeemer, das geht schneller. Wobei, die habe ich nicht equipped, ne? Wir machen es mal. Mist. Was? Stream-Sniper kann man melden, ingeben oder über Support? Über Support kann man ein Ticket schreiben und dann... Wenn es wirklich ein Stream-Sniper sein sollte, man weiß es ja immer nicht und ich will auch nicht vorgreifen zu sehr, aber wenn das so ist und sich das genauso sieht, dann kriegt der einen Bann. Tatsächlich. Das ist ein bannbarer Grund, also richtiger Account-Bann im schlimmsten Falle. Wie gesagt, das weiß ich nicht, wie genau das CRG macht, aber das ist das Schlimmste, was dann vorkommen kann. Ist auch schon vorgekommen, also nicht bei mir. Jetzt, dass ich irgendwas da wüsste. Aber CRG hat schon Accounts gebannt. Ne? Also, die können nie wieder mit dem Account irgendwas machen. Der Account ist dann quasi geschlossen. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube eher, es war ein Bug. Weil die Station hat angefangen zu ballern.
Das klang für mich so, als hätte ich auf das Schiff geballert. Also irgendwas scheint da mit Crimestat oder irgendwas gewesen zu sein. Irgendwie Aggressionscrime oder irgendwas. Ich glaube gerade nicht, dass es ein Stream-Sniper war. So, wer ist da hinten? Also, das sind wir. Ja, wir fliegen jetzt mal rüber nach Dingsbums, nach Hurston. Ja, passt. Du bist rausgesprungen, hast Damage bekommen, wahrscheinlich wurde dein Schiff rot und von der Station angegriffen, hab's mit Replay nochmal... Ja, genau, das hatte ich auch kurz überlegt, aber das kann eigentlich nicht sein, weil Fallschaden das nicht verursacht. Das wäre das allererste Mal überhaupt. Ich meine, es kann trotzdem sein, aber es ist eher unwahrscheinlich. Jo, kommen Sie rein. Man weiß es halt immer nicht. So, haben wir alle? Oder fehlt noch wer? Ich glaube, wir haben alle, ne? Ja. So, da fliegen wir mal kurz rüber. Und dann nehmen wir einfach die Redeemer. Eh ganz gut bei Hurston. Ja, ich gucke mir das nochmal in Ruhe an. Aber vermutlich war es die Kackstation mit irgendeinem Aggressionscrime. Das ist halt der Haken an diesem System. Die sind halt alle nicht ausgeboren und dann ist irgendwas, naja. Wobei das ja etwas ist, was tatsächlich mit 3.17 auch wieder gefixt wird, dieser Crime. Oh, Crash to Desktop. Geil. Zack. Knebel, das lief ja gut, ne Spaß. Der rechte Turm war noch unten und hat der Station Schaden gemacht. Das war der Grund. Danke für 100 Bits. Das kann auch sein. Wie gesagt, es gibt da viele verschiedene Gründe. So, das Monats-Giveaway, ist das zusätzlich zu den Giveaways oder wird das an einem bestimmten Tag einfach verlost? Das Monats-Giveaway wird immer zum Ende des Monats rausgehauen. In dem Fall die RSI Scorpius. Ja. Dankeschön. Dann Solo für 3 Monate mit Prime. Das Monats-Giveaway ist quasi immer das, was ich euch für den Monat garantiere, dass es also zu 100% auf jeden Fall kommt. Und alles andere, was wir dazwischen mal machen, das ist nicht garantiert. Das ist also etwas, wo ich gucke, was gibt's gerade so, was kann man vielleicht mal machen, ne? So wie ein Hoverquad oder so. So, Join Friend, gehen wir wieder rein ins Spiel. Und dann versuche ich mal was rauszuhauen, zwischendurch immer nochmal. Das ist der Unterschied zwischen dem Monats-Giveaway und, ach so, und das Monats-Giveaway ist in der Regel auch das Wertigste sozusagen in dem Monat jeweils. Vielleicht ist jetzt das Quantenium noch intern auf dem Server quasi explodiert und deswegen gab es den Crash to Desktop, weil das Schiff nicht mehr da war. Könnte sein, man weiß es nicht. Aber ich müsste es normalerweise wieder einloggen ins Schiff direkt und weiterfliegen. Genau, da fliegen wir. Ich hole mal ganz fix was Neues zu trinken. Müssten ja gleich da sein. Oh, ist ja auch noch Quantum Drive Bug. Naja, bin ganz kurz in der Küche. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und wurde rausgejammt. Okay. Gutes Timing, würde ich sagen. Dankeschön, Konstantine 1973 für das verschenkte Abo an den Locke 28. Vielen, vielen Dank. Und wieder Crash. Was ist denn los? Hä? Was ist das? Was? Okay. Das ist... Das hat man schon ewig nicht mehr. Das ist ja wirklich sehr... Das ist wirklich seltsam. Ich glaube, wir werden gleich nochmal ausloggen und den Server wechseln. Irgendwas scheint hier rumzubuggen. Aber wir gehen erstmal nach Evros Harbor. Ihr seid bestimmt gerade Server-Mashing. Na, dann würde ja der Server abspielen, nicht das Spiel. Das Spiel spielt ja ab. Irgendwas hängt sich da auf gerade. Sehr, sehr komisch. Na gut. Egal. Crash to Desktop ist ja kein Problem. Man kommt ja easy wieder rein. Da, wo man war. So, zack. Wirklich, wirklich kurios. Naja, jetzt können wir was kurz trinken. Kaktusfeigentee. Lecker, lecker. So. Übrigens, apropos Giveaway, ich hätte morgen noch was für euch. Wenn ihr wollt. Und zwar habe ich noch dieses wunderbare 100i Game Package. Ne, Star Citizen, das Spiel, die 100i dazu. Vielleicht machen wir das morgen. Mal gucken. Hat mir nämlich ein paar davon geholt. Also für zwischendurch. Mal gucken. Ne, bei Hurston sind wir ja schon. Jetzt wollen wir natürlich zum Evros Harbor. So, OM-Punkt. OM, OM, OM. Wo sind die OM-Punkte hin? Ah ja. Irgendwie sind sie nicht da. Dann nehme ich Lorville. Ein Butterbrot als Giveaway. Oh, essen muss ich auch noch was. Ich habe heute noch... Ja, ich habe heute Mittag was Kleines gegessen, aber ich habe heute sonst tagüber noch gar nicht so viel gegessen. Mal irgendwas nachher noch organisieren. Freue ich schon auf morgen. Morgen gibt es Schnitzel. Oh ja, mit Blumenkohl, mit Kartoffeln und mit Hollandaise. Oh, sehr, sehr geil. Das ist das drittbeste Essen. Bitte kein Früchte-Müsli. Nein, ich werde es mir verkneifen. Kein Früchte-Müsli. Ich denke, ich werde es schaffen, das nicht zu essen. So. Na komm, lass mich raus. Und dann Evros Harbor. Müssen wir uns erstmal sammeln. Wir gehen erstmal ins Menü. Wir locken einmal auf einen anderen Server ein. Wer weiß, was hier am Start ist, was hier passiert ist. Bei uns gibt es Sauerbraten, Klöße und Rotkohl. Auch nicht schlecht. Bei Sauerbraten esse ich zum Beispiel nicht, aber Klöße und Rotkohl würde ich essen. Da weine ich als Österreicher wieder. Wieso? Schmeckt doch super. Wobei ich finde besser Spargel mit Hollandaise, natürlich, aber Spargelzeit ist nicht. Leider. Und Spargel ist auch leider ein Gemüse, was man nicht vernünftig einfrieren kann oder so, das schmeckt dann einfach nicht mehr. Das muss man wirklich frisch essen. So, na komm, lass mich einmal landen. Ich hoffe so, dass das mit 3.17 endlich endet, dieser Wahnsinn, mit diesem ewigen Warten immer. Die scheiß Raumstation. Boah. Schnarch. So, endlich. Klick. Naja, ist halt Star Citizen, ist halt Alpha. Wir leben damit. Aber ich erinnere mich immer wieder gerne zurück an die guten alten Zeiten, wollte ich was sagen,
wo man noch die Landeerlaubnis direkt nach dem Quantum Drive einfach holen konnte. Du bist angekommen, konntest direkt anfragen, hast direkt das Pad bekommen und dann bist du entspannt gelandet. Das ging mal mit Alpha, also es ging bis zur Alpha 3.13 oder so. Es ging relativ lange. Oder 3.10. Also relativ lange auf jeden Fall war das möglich. Irgendwann haben sie irgendwas geändert und seitdem geht es nicht mehr. Warum auch immer. Die haben da irgendwas geändert mit den Com-Displays, weil seitdem ist es nämlich auch so, dass wenn du dich einer Station näherst, dann lädt das Com-Display. Hat es früher nie gemacht. Das lädt, irgendwas lädt das immer. Ich weiß nicht, was es lädt. Und dann dauert es halt immer so lange. Ich brauche eigentlich mal nicht rausgehen, ne? Ich logge mich direkt aus. Und dann treffen wir uns im Menü, weil ich sehe auch keinen Namen mehr, glaube ich. Genau. Wir gehen ins Menü und gehen neu rein. Das ist ein guter Plan. Spitze mit Soße, das Gespräch hatten wir ja schon mal. Ja, ich glaube nicht, dass das so ist, wie du sagst. Ich denke, es gibt auch genügend Österreicher, denen das sehr, sehr gut schmeckt. So, alle im Menü, perfekt. Aber es ist mir ja egal, wie ein Österreicher sein Schnitzel ist. Kann ja jeder essen, wie er mag. Ich mag zum Beispiel auch Schnitzel mit Spiegelei total gerne. Das ist richtig geil. Schön mit zwei fetten Spiegeleiern drauf, dazu Bratkartoffeln. Oh. Noch eine schöne Biersoße dazu, obwohl ich ja kein Bier trinke, aber Biersoße ist geil. So eine schöne dunkle Biersoße mit ein paar Zwiebeln dabei. So. Jo, das kann sein, Angel of War, wie gesagt. Kann gut sein. Schnitzel mit Spiegelei klingt sogar noch interessant. Das nennt sich bei uns, glaube ich, Holzfäller-Schnitzel oder Schnitzel-Holzfäller-Art. Weiß man nicht, warum Holzfäller Spiegelei und Bratkartoffeln mögen, aber offenbar ist es so. Aber zu Schnitzel kannst du alles Mögliche eigentlich essen. Ich hab auch mal, wir waren mal irgendwann in einem Restaurant und das war so zur Weihnachtszeit, da wollten wir Gänsebraten essen mit Klößen und Rotkraut und so weiter, schon Ewigkeiten her. Und die hatten keine Gänsekeulen mehr und nur noch Gänsebrust und ich hasse Gänsebrust, finde ich furchtbar trocken. Und meine Eltern, die haben das damals gegessen und ich habe gesagt, dann würde ich einfach einen Schnitzel nehmen. Aber mit Klößen und Rotkraut. So wie, also ne, quasi anstatt der Gänsekeule ein Schnitzel. Hat sehr gut geschmeckt. Kann ich sehr empfehlen. Schnitzel mit Klößen und Rotkraut ist echt lecker. Also Putenschnitzel zumindest. Bei Schwein weiß ich nicht, wie das da schmeckt. Aber Putenschnitzel geht immer. Mit Käse und Schinken überbacken, geht auch, ja. Oder halt einfach Cordon Bleu. Was ich mal schade finde, ist, dass es gibt keine vernünftigen Schnitzel zu kaufen, also schon fertige. Diese ganzen Fertigschnitzel sind immer so zusammengemanschtes Zeug, ist ganz furchtbar. Mit ganz billigstem Fleisch und ekligen Zutaten teilweise, die da drin sind, schmeckt auch nicht. Das ist wirklich schade. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? So, Lobby. Ja, jetzt sehe ich auch ein Messersprengler wieder. Huch, du bist aber weit weg. Dann bist du so weit weg. Naja. Mal kurz mal meine Redeemer hier ausrüsten. Du kannst ja dir einen Jäger nehmen. Wir sind eh sonst zu viele. So, lass mal kurz die Redeemer. Wo habe ich sie denn hier? Da. Toasty ist was Schnelles, aber kein Schnitzel. Toasty schmeckt sogar recht gut, glaube ich. Toasty geht sogar. Aber das gibt's bei uns gar nicht mehr. Also zumindest bei Rewe findest du kein Toasty mehr. Irgendwie kann ich hier nichts auswählen. Ah, jetzt. So, erstmal ein Skin wechseln. In weiß. Ja. So, dann Quantum Drive ist Crossfield, das passt. Türme, ihr kriegt natürlich die vernünftigen Türme.
Also vernünftige Waffen rein. Omnisky. Omnisky. Und hier dann die M7A. M7A. Und ich selber nehme mir M6, auch Omnisky. Einmal, zweimal. Zack. Dankeschön, Telemit, für 14 Monate mit Prime. Vielen Dank. So. Das schmeckt gut, aber ist recht teuer. Er soll ja auch teuer sein. Also ein Schnitzel darf ja auch nicht billig sein, sonst ist das Fleisch einfach schlecht, meistens. Ich liebe es, Gunner zu spielen. Na, das siehst du, ist doch perfekt. Machen wir jetzt noch ein bisschen Action hier, ist doch auch gut. Weil nochmal Mining anfangen, habe ich auch keinen Bock. Das frustriert mich dann zu sehr. Dann schießt man lieber irgendwen über den Haufen. So. Richtig geiles Toast mit zwei Toasts. Aber da brauchst du ja so einen Langschlitztoaster, weißt du, für drei. Machst du links eine Toastscheibe, dann das Toasty und dann nochmal eine weitere Toastscheibe. Ein Underworld-Skin? Nö, ich habe jetzt einen weißen drauf. Der Underworld ist einfach schwarz. Sieht cool aus, habe ich ja beide, aber heute habe ich mal den weißen. Pop-Tarts, wenn wir schon dabei sind. Pop-Tarts, das sind diese Toast-Süßspeisen, ne? Die man in den Toaster schmeißt, wo auch irgendwie so ein Zuckergusszeug drauf ist. Aber da darfst du auch nicht die Inhaltsstoffe durchlesen, da wird einem auch schlecht bei. Was da alles reingemanscht ist, dass das so funktioniert. Genau, so Mini-Torten für den Toaster, genau. Aber mit Torte hat das eigentlich nichts zu tun. Ja, wie gesagt, muss ich mal gucken. Also Toasty war eigentlich immer ganz okay. Zumindest die Puten-Variante davon, die war wirklich recht solide. Ordentlich pandiert, hat vernünftig geschmeckt, war auch vernünftiges Fleisch meistens. Ja, sucht euch einen Turm aus. Lasst mir bitte den linken Sitz freilassen. Ne? Den linken freilassen, das ist mein Turm. Den rechten könnt ihr nehmen, das ist der hintere Turm. Und wenn Mr. Sprengler mit rein will ins Schiff, dann kannst du gerne meinen Turm nehmen oder nimmst ein eigenes Schiff. Wie, weiß ich, kannst du schreiben, was dir lieber ist, mir ist egal. So. Target-Status. Self-Status. Power. Und Comms. So. Ist sie nicht wunderbar in weiß? Die Redeemer. Schönes Schiff. Großartig. Ja, gönnt euch die Türme. Die sind mit Laserwaffen bestückt. Da habt ihr genug zum Ballern. So, und dann schauen wir mal, was wir hier im Angebot haben. Ach so. Waren das die Constellations? Ich glaube, das waren die Connies, ne? Die 12.000er Missionen. Irgendwer ist in meinen Turm rein. Ich habe gesagt, links freilassen bitte. Nur rechts rein. Falscher Turm, genau. So, da muss ich hin. Außer wir sind zu viert im Schiff. Dann kann natürlich gerne jemand rein, aber ich glaube, wir sind nur zu dritt. So. Oh, very hard kannst du scheren. Oh, das ist gut. Wir machen mal kurz zum Einschießen die eine Mission. Und ich lade dich mal währenddessen ein. Achso, warte mal. Kurz mal darüber fliegen. Very hard ist sehr, sehr gut. Wir sind vier im Schiff. Echt? Hä? Das kann aber nicht sein. Warte mal. Das kann nicht sein. Da hätte sich dann Mr. Sprengler her teleportiert. Im unteren Turm ist keiner drin. Locke, Overburst und Cybot. Drei Leute. Und Mr. Sprengler ist ja gar nicht da. Gut, jetzt ist er da, aber...
Im unteren Turm ist ja keiner drin. Das sehe ich da keinen. Wer ist denn da drin? Aber ich kann ja im Comms-Ding gucken, ne? Wer ist denn das? Channel? Nee. Das sag ich doch, genau. Wir sind zu dritt. Achso, du hast mich mitgezählt. Ja, gut, okay. Ja. Wo kann ich eigentlich Squadron 42 downloaden? Nirgendwo. Wenn es fertig ist, kannst du es downloaden. Da ist der Sprengler noch geschrieben, was er machen will. Willst du mit rein an Bord oder willst du mit einem eigenen Schiff kämpfen? Schreib mir das mal bitte ganz kurz, dass ich das weiß. Sonst fliege ich es hier weiter. Aber apropos, ich kann euch noch was anderes kurz zeigen. Für die, die das jedenfalls betrifft. Das sind ja eh die wenigsten. Ah, wobei, vielleicht sind es auch viele. Wir hatten gestern darüber kurz schon gesprochen. Und hier habt ihr es nun ganz offiziell. Im VIP High Admiral. Das ist das, was man bekommt, wenn man Concierge wird. Das ist das 1000 Euro. Der 1000 Euro Reward. Habt ihr jetzt hier Star Citizen Digital Download und Squadron 42 Digital Download drin. Das heißt, dass das Game Package jetzt hier mit inkludiert ist. Ganz offiziell. Ja. Könnt ihr bei euch auch nachgucken im Hangar, wenn ihr das schon habt. Ist halt nur in dem drin. Die anderen Packages, die man später bekommt mit 5000 oder so, ne, Concierge, da ist es natürlich nicht nochmal drin. Ist nur einmalig. So, unser Sprengler schreibt nichts, dann fliege ich. Mhm. Salat zum Schnitzel möchte. Ja, Salat brauche ich auch nicht. Wobei, was sehr, sehr gut schmeckt beim Schnitzel, ist furchtbar, diese Essenssachen immer, aber was sehr, sehr gut schmeckt zum Schnitzel, finde ich, ist so ein Möhrensalat. So klein geraspelte Möhre, dazu so ein bisschen Paprika oder ein bisschen Gurke manchmal auch oder Mais. Das passt sehr, sehr gut dazu, finde ich. Aber Möhren sind generell, ist auch Geschmackssache, ich mag Möhren sehr gerne. Hätte ich mir das 100i Game Package mit Squadron 42 ja sparen können. Naja, das Squadron 42 bekommt man nur mit rein, wenn man es schon hatte. Also du könntest es jetzt wieder einschmelzen. Ne, Weißkrautsalat mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich war mal bei KFC vor langer Zeit. Es gab mal in Dresden KFC, war ein Jahr lang da, dann war es weg. Weiß nicht genau warum, jetzt ist es wohl wieder da. Und da gab es irgendwie immer Weißkraut dazu. Zu allem möglichen. Furchtbar. Habe ich nicht verstanden, warum. Bei McDonald's gibt es einen Milchshake oder Pommes und bei KFC gibt es irgendwie Weißkraut. Also dann würde ich den Milchshake oder die Pommes vorziehen. Persönlich. Hat mir nicht geschmeckt. So, der Alonso, der braucht Hilfe. Mal gucken, gegen was. Ach Mist, es ist... Oh, diese blöden Displays. Target. Self. Aua, das ist dieses... sich das nicht merkt. Und Comms. So. Gen Comms, I'm under attack. Naja, entspann dich mal. Redeemer ist doch am Stissel. So. Feuer frei. Ja, schnell. Muss einmal kaufen, damit es mit drin ist. Nee, du musstest es einmal kaufen. Also du musstest bis gestern um 12 Uhr mittags, musstest du Squadron 42 besitzen. Im Hangar. Und dann hast du Squadron 42 automatisch kostenlos nochmal bekommen in dem VIP High Admiral. Ich sehe die Schüsse meiner Türme gar nicht. Schießt ihr? Könnt ihr mal kurz testweise irgendwie rumballern? Ich sehe eure Schüsse nämlich überhaupt nicht. Geil. Ich höre sie. Ich höre das Klicken so ganz leicht. Oh Gott, ey. Warum? Was ist heute los? Ist ja furchtbar. Naja, egal. Hauptsache es geht. Die sind Tarnschüsse, ja.
ja, den unsichtbar machenden Unsichtbarkeitsumhang angelegt. Die Schüsse. Unglaublich. Aber ihr seht ja, wie die Schilde droppen. Also sie schießen wirklich. Oh, das ist schon fast wieder amüsant. Ja, heute sind die Server echt... Also, und wir haben ja schon Server gewechselt. Ne? Wirklich seltsam. So, mache jetzt die Mission und dann gibt's von Mr. Sprengel, Quatsch, von Mr. Sprengel, vom Lukusan, die Very Hard-Dinger. Wo ist eigentlich der Mr. Sprengler hin? Ist der weg? Mr. Sprengler. Oder war AFK vorhin? Hast nicht gehört. So, Quest erledigt, wunderbar. Dann invite ich mal kurz den Lukusan. Du kannst ja auch mitfliegen, wenn du magst. Wie du Lust hast. Global Chat. Lukusan. Da. Invite to party. Mr. Sprengler ist irgendwie AFK, ne? Eieiei. Der schreibt noch seinen Roman. Wahrscheinlich. Ja, also gut, ich wollte wissen, ob er noch bei mir an Bord will. Oder nicht. Aber es rennt hier auch nicht weg. So, der Lukusan teilt uns jetzt die Very Hard Quest. Und dann werden wir die mal schön wegschnetzeln. Jo, genau, share ruhig mal. Einfach Ü drücken, ne, für die, die es nicht wissen. Wenn es oben ankommt, dann habt ihr die Quest auch. Das ist aber nicht die... Ist es die Freischaltungsquest oder ist es eine normale? Mal gucken hier. Group Warrant. Aber das ist... Ach nee, das ist gar kein... Ach so, das ist hier North Rock. Okay. Ja. Untrack Track. Das Problem bei geteilten Quests ist immer, man sieht nicht, wo man hin muss. Target Location. Ja, super. Super geil. Das ist ganz ungünstig. Den finde ich ja nie. Aber ich kann es versuchen. Das müsste es sein, oder? Ist das Target? Ne, das ist OM. Warte mal. Das da wird es sein. Targets Location. Ja. Ja, ich mag die Musik auch gerne. Ein schönes Lied ist das. Nee, also muss man immer so ein bisschen gucken, wo die sind, weil man kriegt sie quasi nicht ordentlich angezeigt. Der Questmarker fehlt bei geteilten Quests, warum auch immer. Aber es geht schon, also. Funktioniert auf jeden Fall. So, na, bin ich ja mal gespannt. Was hier jetzt ist, müsste auf jeden Fall... Ne, wobei, Very Hard ist noch keine Hammerhead dabei, ne? Die kommen erst bei Extreme Risk, glaube ich. Na, wir gucken mal. Würdest du 317 einen Vibe geben? Es ist nicht geplant, mit 317 zu wipen. Sie haben, also sie wurden gefragt, ob sie das Inventar wipen. Und da haben sie gesagt, nein. Jedenfalls laut Plan nicht. Das kann natürlich immer sein, dass irgendwas dazu führt, dass sie doch wipen müssen irgendwie. Das kann immer sein. Aber das ist nicht geplant. Und sie haben nochmal betont, dass sie gerne wollen, soweit es eben möglich ist, dass man seinen Spielfortschritt möglichst nicht verliert, sondern über alle Patches hinweg mitnimmt. Das ist ihr ganz erklärtes Ziel. Extreme bist du sowieso, du kannst doch die Quest auch teilen mittlerweile. Dann machen wir die gleich dann als nach der Lukusan. Kannst du schon mal annehmen. Dankeschön, Chupa, für 2 Monate mit Prime. Vielen Dank. Kriegt man da locker hin. So, da habt ihr ein bisschen. Ja, ja, die Quali-Quest, die kann man ja mittlerweile teilen, richtig. Also, war ich der Meinung, dass das geht. Probier's einfach mal. Nimm sie mal an und versuch's uns mal zu teilen. Wir drücken einfach Ü, wenn sie kommt. Und wenn nicht, dann folgen wir dir und helfen dir auch so. Geht ja.
So. Ah, die Redeemer ist einfach ein geiles Schiff. This is a contract shared. Sehr cool. Machen wir dann direkt als nächstes. Na komm, du Hurricane, willst du hin? Ja, die Master-Lizenz, perfekt. Master-Lizenz. Dann haben wir sie auch alle freigeschalten, haben wir nämlich direkt die hohen Quests freigegeben. Sehr, sehr geil. Aber gegen Hammerheads kämpfen. So, immer schön langsam drehen. Na, immer dran denken, wenn ihr der Pilot seid von der Redeemer, immer langsam drehen. Nicht so hinterher hasten, die Türme machen das schon. Die schießen da wunderbar drauf. Das ist eh viel, viel effizienter. So, schön großen Bogen nehmen. Ah. Vorausschauendes Fliegen. Auch wenn man es nicht sieht, die Türme schießen drauf. Na, komm. Sieht. Ah, schön. So, das war Nummer 1. Dann der nächste. Wo ist der nächste? Nee, halt hier nicht. Der ist dann da. Target Location. Sehr, sehr schön. Genau, der letzte Wipe war mit Alpha 3.15. Das lag daran, dass sie da ganz, ganz viele Änderungen gemacht haben und die Wirtschaft auch nochmal gerebalanced haben. Aber das war auch ein Wipe, der war 20 Monate nach dem letzten. Also da konnten wir fast 2 Jahre lang durchgängig spielen, Fortschritte erspielen und so weiter. Und ich muss sagen, ich finde 2 Jahre oder fast 2 Jahre finde ich völlig okay. Also wenn man Star Citizen 1,5 Jahre bis 2 Jahre am Stück spielen kann, ohne dass man Ingame-Fortschritte verliert, dann finde ich das echt eine super Sache. Für eine Alpha total okay, meiner Meinung. Ja. Also, zumal sie jetzt mit ab 3.15 in der Lage sind, auch zu sagen, wir wipen gar nicht alles, sondern wir machen jetzt vielleicht eine umfangreiche Änderung am Rufsystem und an der Rufmechanik und dadurch wipen wir nur den Ruf. Und das Geld und die Schiffe bleiben aber bestehen. Das geht seit 3.15, theoretisch jedenfalls. Also auch da kommen sie uns doch sehr entgegen, was ich sehr gut finde. So, Target Location. Ja, die dödelt ja so komisch rum. Egal, geht auch so. Ich habe ein paar Bounties gemacht und gelevelt bis Very Hard. Dann war ich einen Tag nicht online und ich bekomme noch nicht mal mehr LRT. Was kann ich dagegen tun? Weil ich möchte auch nicht wieder alles von vorne machen. Musst du auch nicht. Du bist wahrscheinlich im falschen System, kann das sein? Also, du musst es im selben Planetensystem quasi machen. Also, wenn du es bei Hurston hochgespielt hast, musst du es auch bei Hurston weiterspielen. Glaube ich jedenfalls, dass es daran liegt. Also, es kann auch mal sein, dass die Quests nicht kommen. Es ist ein bekanntes Problem aktuell noch in 3.16.1, dass Quests nicht aufploppen, dass Quests sich nicht erneuern. Im schlimmsten Falle, wenn es gar nicht geht, mach mal einen Charakter-Reset. Dann musst du zwar diese ganzen Tracking-Lizenzen nochmal spielen, da sind aber nur 4 Quests. Die machst du am Stück einmal durch und dann hast du es wieder. Ne, das wäre die Lösung für das Problem, wenn wirklich keine neuen Quests mehr kommen. Das kann manchmal sein. Aber ansonsten, ich würde einfach mal ein bisschen reloggen und ein bisschen gucken. Dann sollten die Quests eigentlich irgendwie auch wieder kommen. Normalerweise. So. Eine Valkyrie. Okay, da war sie schon tot. So, wer ist das da? Eine Friends of Miss. Wow. Schönes Target. Schön langsam und träge. Zack. So, Cut das Black. Gut, warte mal. Lass mal so drehen hier. Immer schön entspannt drehen, dann können die Türme gut ballern. Auch wenn man selbst nicht ballern kann, das ist egal.
So, den haben wir auch. Dankeschön, Iron Legion für 7 Monate mit Prime. Vielen Dank. So, und dann noch hier der letzte. Bei Ita. Na, guck mal an. Da unten ist er. Da gammelt er rum. So, und dann machen wir die Extreme Risk Quest. Bisschen stärkere Gegner. Ja, wir brauchen ja ein bisschen Futter hier für die Redeemer. Die ist unterzuckert. Huch, ich habe gar nichts gedrückt. Ich hatte Lokusan mitgejumpt. Na, sowas. Muss man ein Dragon Quest eigentlich andere Spieler killen oder reicht nur PvE? Es reicht PvE, also es kommt drauf an. Es gibt die PvE-Quest-Reihe, das ist das Normale, was die meisten machen. Und es gibt aber daneben auch noch die PvP-Quest-Reihe. Das ist dann, die heißt aber anders und die ist auch für sich getrennt. Das heißt, die kannst du auch ignorieren. Ne? So. Ah, das ist aber praktisch, dass wir die anjumpen können. Dass wir da nicht ewig hinfliegen müssen. Das ist sehr, sehr schön. Und ein schöner Mond hier übrigens, mit der Sonne so, wie sie gerade steht. Sehr, sehr geil. Muss ich einfach von außen angucken. Das ist so ein bisschen Alien-Feeling irgendwie, oder? So ein bisschen. Guck mal, wie geil das aussieht. Sehr, sehr schick. Screenshot-Generator 2022. Berge hinten, so schön beleuchtet so ein bisschen. Ganz toll. So, was müssen wir noch? Noch ein Stückchen noch. Wenn die ganzen Monde mal richtige Atmosphären, also so richtige Atmosphären haben, wie sie es dann noch später mal sein sollen, mit Wettereffekten und mit allem und dran, boah, wird das geil aussehen. Mann, da kommt noch so viel Cooles auf uns zu. Ich freue mich schon drauf. Aber es wird noch dauern. Das ist noch ein bisschen entfernt. So. Vanguard Warden. Ah, ein bisschen langsamer fliegen. Sogar der Nebel hier auf dem Mond unten, wenn ihr mal guckt, unten auf der Oberfläche. Auch ganz cool eigentlich. Diese kleinen Gasausdünstungen hier, weil das quasi wegen dem Sonnenlicht ist es so gemacht. Wahrscheinlich jedenfalls. So, da ist der nächste, eine Karte des Black. Muss den Lukus anhelfen. Er schafft das niemals gegen eine Karte des Black. Okay, sie ist schon tot. So, und da fällt noch eine Buccaneer. Die hat richtig Spaß. Fällt, glaube ich, runter, ne? Kann das sein? Ja, die ist runtergefallen, alles klar. So, Quest erledigt. Dann machen wir direkt die andere. So, das ist dann die hier. Ich share sie nochmal, falls irgendwer es übersehen hat. Nochmal Ü drücken gleich. So, und da sollen wir den Tagawa töten. Wo ist denn der? Der Tagawa. Ich sehe keinen Questmarker. Ja, der Lokusan, der fliegt so zielsicher dahin. Ich folge dem Lokusan einfach mal. Du musst mir mal helfen. Wo soll ich hin? Jetzt nochmal zu dem OM-Punkt da erstmal. Wobei, ich kann ja einfach zu dir springen. Gucken, ob sie das auch fixen. Weil das ist nämlich echt so ein Multicrew-Hindernis, dass die Quests, die man teilt, den anderen nicht angezeigt werden.
gucken, ob sie das hinbekommen. Das würde mich sehr freuen. So. Ja, ja. Oh, dankeschön, Mr. 868 für 5 verschenkte Abos. An den Kula, an den Ice Donor, Digi 911, Cosmo Nova 77 und an den Mzak 79. Dankeschön, da freue ich mich aber. Vielen, vielen Dank. So, und dann nach Hörsten, ich verstehe. Da, 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 I got a little sunshine. Da, 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 da. Ach, komm schon, Quantum Drive, nun ist aber gut. So, zack. Ich folge dem Lukusan. Da kann nichts schief gehen. Dem vertraue ich blind. Dankeschön, Savage Alex, für 10 Monate mit Prime. Dankeschön. So, nur. Hier runter, oder was? Jetzt müsste ich sogar das Target wahrscheinlich sehen können. Obstructed. Nein, ich sehe es nicht. Kannst du mir kurz den Punkt sagen, wo du hinfliegst, bitte? Weil ich will dich nicht anspringen, das wird nämlich gleich sonst im Planeten landen. Ist es da einfach? Damaris? Ja, ist Damaris, ne? Dankeschön, LavaStyle 1 für 16 Monate mit Prime. Vielen, vielen Dank. Und Stahlwille auch noch hier mit 17 Monaten auf Schub 1 schon vor lange. Ja, ne? Krass. Ich find's auch immer wieder krass. Ich freue mich sehr, wie lange eigentlich viele auch schon dabei sind. Und immer noch dabei sind vor allem. Das ist, da freue ich mich wirklich sehr. Ja, gut, die paar Kilometer schaffen wir schon. Wobei, nee, warte mal, geht doch einfacher. Sag mir mal bitte, wenn du jetzt, du musst einfach mal gucken, was hinter dem Ziel für ein ja, Bodenmarker ist. Möglichst irgendwie dahinter, dass du dann quasi in die Richtung jumpst. Und wenn du dann kurz über ihm bist, drückst du U. Keiner, ne, da muss aber. Hier gibt es so viele Punkte bei Hörsten. Das ist bestimmt irgendein. Na gut, egal, ich folge dir. Wahrscheinlich ist es direkt da vorne irgendwo. Nee, 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 ich folge dir, das ist kein Problem. Vielleicht ein bisschen gerade fliegen, dass man nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. Das ist nämlich immer das Problem bei Hörsten. So, sorry für das Piepen, aber ich kann in die Außenansicht wechseln. Aber sonst verliere ich den Lokosan aus der Sicht. In the middle of the street. Da, da, da. Du, du. Und sagt mal, was gibt's denn bei euch morgen zum Mittag? Ich habe schon Sauerbraten gelesen. Hat morgen fein was Schönes gekocht? Oder gibt's irgendwie was Langweiliges? Sowas wie. Weiß ich nicht. Toastbrot mit Nutella. Zum Mittag. Gulasch. Oh, Gulasch ist auch geil. Spaghetti Carbonara. Mm. Senfei, das ist auch. Das ist nicht sehr kreativ, aber schmeckt. Wissen wieder viele wahrscheinlich nicht, was Senfei ist, aber ich weiß es. Ich fühle mit dir. Stremmellachs, das sagt mir gar nichts. Die Grillsaison wird morgen eröffnet. Oh, ist es schon wieder soweit? Grillsaison. Na. Das ist ja ein Ding. Nudeln Primavera. Mhm. Billigsberger Klopse, auch gut. Das geht dich gar nichts an. Okay, danke trotzdem für 100 Bits. So, Schnitzel, sehr gut. Die Grillsaison geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Würde ich auch so sehen. Grillen geht immer, im Zweifel halt im Keller oder in der Wohnung. Auf dem Balkon. Ich hatte mal früher auf meinem Balkon so einen Elektrogrill. Das ging wunderbar. Schmeckt halt nicht ganz so lecker, wie wenn das schön über einem Kohlenrost war. Das ist schon ein Unterschied, aber dafür ist es weniger krebserregend. Also es hat auch seine Vorteile.
So, jetzt ist der Lukas an weg. Lukas an, wo bist du? Da oben. Huch. Ich hab Angst, dass ich ihn wegramme. Oder er mich. Egal, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Dankeschön, Bohlmagier, für ein verschenktes Abo an den Terra. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Kohlegrille im Keller, wirst du sehr schnell müde. Wieso? Kannst du auch Fenster aufmachen? Gleich da. Okay, jo. Ich folge dir einfach mit gewissem Abstand, dass ich dich nicht ramme. Grillen geht immer genauso wie Cabrio fahren, seit Februar oben ohne unterwegs. Ich bin das ganze Jahr oben ohne unterwegs, was denkst du denn? Ich bin auch unten ohne unterwegs, ganzjährig, also zu Hause. Bis auf den gelben Spandex, Ganzkörperspandex, der ist immer dabei. Ah, schön. Früchtemüsli, Ja, so ein feines Früchtemüsli. Ich trage seit 10 Jahren nur kurze Hosen. Stell dir vor, irgendwer trägt wirklich seit 10 Jahren einfach nur kurze Hosen. Oh mein Gott. Also immer. Im tiefsten Winter, Urlaub, beim Skifahren. Kurzes Höschen. Das ist kein Witz, das glaube ich dir nicht. Du hast niemals seit 10 Jahren nur kurze Hosen an. Also gut, wenn du vielleicht wohnst du irgendwo, wo es besonders warm ist, dann okay, das gebe ich dann dir. Aber wenn du, bist doch, du hast doch geschrieben Österreich. No way. Das. Außer bei Begräbnissen und Hochzeiten. Siehst du? Also doch nicht. Eieiei. Eieieiei. Naja, jeder wie er mag, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es wäre mir auch zu kalt, muss ich sagen. Ha. Ich hatte keine Beine mehr. Okay, das ist der Sonderfall, das zählt dann auch nicht. Das würde in dem Fall nicht zählen. Ist aber trotzdem so. Na gut, ich glaub's dir. Wenn du sagst, dann glaube ich dir das. Aber. Ah, Entschuldigung. Das war meine Schuld. Ich hab dir aufgepasst. Fass rein. Schön mit Anlauf. So. Zack. Da ist sie, die Hammerhead. Jawohl. Und die ist gleich kaputt. Ah, guck mal hier. Tolle Optik. Tolle Optik. Richtig schön. Wenn die Redeemer auch mal mitmacht. Geil, ne? In der Atmosphäre ist es besonders cool, finde ich, bei so einer Hammerhead. Schade, dass man die Laserschüsse meiner Schützen nicht sieht. Aber egal, passt schon. Wohl. Na, das war doch mal cool. Das sah doch richtig schön aus. So, und das heißt, wir haben jetzt auch normalerweise die Extreme Risk Targets freigeschalten. Müssen sie nur noch mal hochspielen, glaube ich, ne? Bounty Hunters Guild. Die Lizenz. Oder ist die dann auch für uns freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Aber du kannst sie uns jetzt auf jeden Fall immer geben. Kannst mal gucken, ob du eine Extreme Risk Mission hast. Eine schaffen wir auf jeden Fall noch. Ah, da kommt schon der Contract. So, nochmal ein Gruppenbounty. Mal kurz gucken, was das hier ist. Accepted. Ja, geil. Ein Gruppen-Extreme-Risk-Bounty. Perfekt. So, achso, wo müssen wir da hin? Target Location. Alles klar. Nehmen wir erstmal den. Dankeschön, Markus O. Maximus, für den Follow.
So, ich nehme Aberdeen. Du kannst ja Ether nehmen. Wir können ja parallel machen. Da geht's schneller. Gucken, wer die Hammerhead hat. So. Mir lange Hosen unangenehm. Ja, gut. Ist ja auch in Ordnung. Ach, naja. Es ist nur ungewöhnlich. Sagen wir so, es ist halt schon. Also, wenn ich jemanden sehen würde jetzt im Winter bei Schnee und Eis, der eine kurze Hose anhat, aber dafür vielleicht so eine dicke, fette Winterjacke, dann würde ich mir schon, und ich denke, die Frage wäre auch dann durchaus berechtigt, würde ich mir die Frage stellen, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Aber nicht auf die böse Art, sondern weil ich das ungewöhnlich finde. Ja, also ich würde auch doof gucken. Aber nur kurz. Meistens juckt mich nicht, was andere Leute anhaben, aber das würde jetzt ein bisschen auffallen. Aber hey, jeder wie er mag. Warum nicht? Ist eine vollbesetzte Redeemer stärker als eine vollbesetzte Hammerhead? Nein. Die vollbesetzte Hammerhead ist stärker, weil sie hat mehr Knarren, sie hält mehr aus und braucht aber auch mehr Leute. Aber wenn du die gleiche Anzahl an Schützen, die du in der Redeemer hast, also zwei, ne, die beiden großen Türme, in der Hammerhead setzen würdest, dann wäre die Redeemer stärker als die Hammerhead. Also die Hammerhead braucht, um wirklich stark zu sein, die volle Besatzung. Also quasi die volle Bemann und oder Befrauung, je nachdem. Jo, bei uns hat mal einer gewohnt, der im Winter mit kurzen Sachen rumgelaufen ist. Ja. So, was haben wir hier? Eine Vanguard. Und noch eine Vanguard. Also wir haben zwei Vanguards, okay. Ich bin jetzt auch keine Frostbeule. Also ich brauche jetzt auch. Also was bei mir immer fröstelt, sind die Hände. Also ich trage sehr schnell im Winter Handschuhe. Ich habe sehr empfindliche Hände. Ja. Die trocknen auch sehr, sehr schnell aus. Tatsächlich so. Weiß nicht warum, ist einfach so. Da bin ich ein bisschen empfindlich. Aber sonst Beine, Rücken, Po oder der Rest, ja, Gesicht. Also ich friere eigentlich wirklich selten. Ich heiz auch nicht viel. Okay, du hast auch keine Hammerhead, dann kommt die Hammerhead zum Finale dann. Perfekt. Der ist aber weit unten, Alter. Was ist denn das weit unten? Na, komm mal hoch ein bisschen, genau. Geschwenkert worden. Das Schild da unten rum, ich glaube es hackt. So, tschüss. Nummer 1. Nummer 2. Und dann haben wir noch die Nummer 3. Wir nehmen die Nummer 3. So. Wow. Guck da rum. Ja. Komm, ich dreh mich ein bisschen mit. So. Ups. Zack. Ah, schön geht das. Eine hoch auf die Redeemer. So. Der letzte ist dann entsprechend oben bei. Nee, unten bei Dingsbums. Da. Schön. Dann nochmal eine Hammerhead zum Finale. Was sagst du zu Anvil Hawk? Was soll ich denn dazu sagen? Was möchtest du wissen? Ist ein schönes Singleplayer-Kopfgeldjägerschiff. Wird aktuell missbraucht zum Bounty Hunten. Also für das richtige, also für das Dogfighten, sag ich jetzt mal lieber. Ist aber eigentlich kein klassischer Dogfighter, sondern ist wirklich so ein Überlegenheitsjäger mehr, der dazu da ist, um Leute einzuknasten. Aber cool eigentlich, ne? Mit der Zelle hinten dran, der EMP. Hat alles, was man braucht, ne? Hat aber nur eine einzige Zelle. Ist also wirklich eher für die, ja, gegen Gangsterbosse. Die normalen Gauner einknasten ist da eher nicht so angesagt, wahrscheinlich, ne? Mit einer Zelle wirst du nicht weit kommen. So, ich schlafe zum Beispiel auch bei minus 20 Grad bei offenem Fenster. Das kann ich wiederum gar nicht. Warte kurz.
Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich habe dann das Problem, dass meine Nase frühs komplett zu ist und mein Hals wehtut. Wegen der kalten Luft, die ganze Nacht über reinkommt. Das kriege ich nicht hin. Also ich schlafe auch mit offenem Fenster, aber nicht bei minus 20 Grad. Aber klar, sobald Plusgrade sind und es schön Luft draußen ist, dann mache ich auch mal Fenster auf. Es gibt Leute, die schlafen nur bei geschlossenen Fenstern. Könnte ich überhaupt nicht. Furchtbar. Ah, das sieht toll aus. Sieht das schön aus. Mein Lieblingsmond. Oder mein Lieblingsmond. Mein zweitliebster Mond, lieber. Sieht so gut aus. So unfassbar gut einfach. Ich weiß, im Stream wird es auch ein bisschen dann diese Farbe entsättigt, so ein Stück weit, aber im Spiel hier, das sieht so geil aus, dieser Mond. Toll. So. Da ist die Hammerhead und eine Valkyrie. Lass uns erstmal Valkyrie, sag ich schon. Doch, Warden, Valkyrie und Hammerhead, ne? Ja, haben drei Gegner. Machen wir erstmal die Kleinen weg. Lass mal uns die Hammerhead bis zum Schluss. Der Hans Varga. Das wird ein heißer Kampf werden hier in der Atmosphäre. Na, schön, die Hammerhead erstmal in Ruhe lassen, erstmal die anderen wegballern. Sind auch, glaube ich, eh näher dran, ne? Die gar keine Distanz. Jetzt sehe ich Distanz. Der Hans. Die Distanz zum Hans. So, das war schnell. Dankeschön, Claudia, für den Follow. Ja, zu dir kommen wir gleich, Hammerhead. Moment, noch kurz. Müssen noch einen anderen vorher wegschießen. Genau. So, und dann kommen wir zu ihr. In der Außenansicht natürlich. Noch besser wäre natürlich eine Idris. Oder eine Javelin. Oder da. Das würde geil aussehen, oder? Eine Javelin hier. Das wäre richtig cool. Aber es geht auch so. Raumschiff-Porno. Leider ein kurzer. Ein sehr kurzer. Also, es war quasi ein Kurzfilm. Aber ein schöner Kurzfilm. So. Ja, ich würde mal sagen, an der Stelle machen wir für heute aber Schluss. Ich überlasse euch hier, die jetzt in der Redeemer sind, ich überlasse euch das Schiff. Ihr könnt, wenn ihr mögt, auch mit dem Lokosan zusammen, gern noch ein paar Runden spielen. Und die Bounty-Mission machen, gibt ja ordentlich Ruf. Ne? Also ganz wie ihr mögt. Ich setze mich hier eine Weile mal in den Beifahrersitz und dann später logge ich einfach aus. Huch, oh. Also wenn irgendwer will, kann gerne das Steuer übernehmen und hier fliegen. Ja, und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Morgen habe ich für euch das Origin 100i Game Package. Werden wir morgen mal raushauen. Ah, sieht das schön aus. Ich zeige es mal ganz kurz. Das können wir morgen machen. Und machen morgen noch mal ein bisschen Multicrew. Vielleicht machen wir auch morgen noch mal ein kleines Event dazu. Mal sehen. Will noch nichts versprechen. Hier, das haue ich morgen raus. Ne, für alle Einsteiger oder auch die einfach noch ein zweites Game Package haben wollen. Oder ein drittes oder viertes. Ist ja auch ein Charakter-Slot. Genau. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Nacht. Lasst das Fenster zu, die Nacht wird nämlich noch kalt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Um 19 Uhr hier auf Twitch. Let's Talk, kurz dort Hinweis, Let's Talk wird morgen nicht von mir geschafft werden. Das kommt am Montag. Ich wollte es nämlich heute aufnehmen, bin aber nicht dazu gekommen, aus Gründen. Ich hole das aber nach, am Montag kommt das Let's Talk. Ne, da nicht wundern. Also, ja, würde ich sagen, gute Nacht. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Mitmeinern und habt noch einen schönen restlichen Abend.